wieder bei einer weiteren Folge Let's Talk Together. Mit mir dabei sind der Janu, der Pano und der Simicro. Ja, und ich bin Dodaka und damit willkommen zu einem weiteren Podcast. Ja, was haben wir heute vor? Alles Mögliche. Erstmal wird sich natürlich Asimi Chrome vorstellen, den ich ab jetzt einfach nur noch immer Asimi nennen. Nee, einfacher. Das ist nicht gut. Also, ich finde, mein Name sollte geehrt werden. Okay, gut. Dann Asimi. Nein, Spaß. Nenn mich ruhig Asimi. Gut. Kein Problem. Also, was jetzt? Ist mir völlig egal. Gut, also Asimi. So. Ja. dann werden wir darüber reden, welche Let's Plays wir im letzten Monat aufgenommen haben, was wir dann demnächst vorhaben. Und ja, was uns sonst noch so bewegt, unter anderem ist das dann Stronghold HD, ist heute rausgekommen, Star Wars und sonstige AAA-Titel, was noch uns einfällt. Ja, würde ich sagen, fangen wir bei dir, Asimi, an mit deiner Vorstellung. Ja, genau. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Asimi Chrome oder Asimi. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, also ich glaube vor knapp 2 Monaten war das, mit Let's Plays, hab demnach auch noch nicht so viele Videos hochgeladen, beziehungsweise ein richtiges Let's Play, und zwar Amnesia, und ja, und jetzt habe ich halt mit dem Dodaka noch ein Let's Play Together angefangen, nämlich Torchlight 2, wo wir jetzt eine Folge haben. Online, aber schon mehr aufgenommen. Ja, klar, aber online ist erst eine Folge, und ja, das war's eigentlich schon. Ja, was sind so deine Beweggründe? Warum hast du es überhaupt angefangen? Warum Let's Plays? Ich habe schon mal angefangen auf so einem Channel, wo alles Mögliche war. Also so meinem ersten YouTube-Channel halt. Das war dann aber so Minecraft, wo dann halt alle Minecraft-Videos gemacht haben. Da habe ich gedacht, eigentlich macht das total Bock, aber Minecraft ist irgendwie nicht so das Richtige. Und dann wollte ich halt auch nochmal einen anderen Channel machen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, mach das. Und jo. Also hatte jetzt keine besonderen Gründe. Okay. Aber es also macht einfach Spaß. Nichts irgendwie, du willst die Welt verändern mit deinen Let's Plays oder. Ich will auch die Welt verändern. Ja, okay. Die Weltherrschaft. Stell dich hinten an. Verdammt. Ja, nee. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir ja gleich übergehen zu, was unsere Let's Plays waren. Also, haben wir ja eben schon gehört. Wir beide haben ja Let's Play Together mit Torchlight 2 gemacht, was am 31. Oktober erschienen ist. Ne, am 30. Oktober erschienen ist. In der deutschen Fassung. Und ja. Bei mir kann ich noch sagen, dass es endlich funktioniert hat mit dem Sims 3 Let's Play, was ich beim letzten Mal angesprochen hatte. Das hat jetzt auch endlich angefangen. Und ja, sonst ist bei mir eigentlich nur genau im Anno. Das Anno wird sich ein bisschen verschieben, dass ich da jetzt erstmal gesagt habe, okay, ich schau mal wieder in der Open Beta rein, weil wenn sie da jetzt hin und her die Accounts zurücksetzen, macht das ja nicht wirklich Sinn, wenn ich jedes Mal nur die ersten Bauschritte zeige. Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich erst wieder in der Open Beta vorbeischauen. Und wann soll die starten? Das steht, glaube ich, noch gar nicht fest. Ach so. Weil die, ich glaube, die halten sich jetzt noch so lange, wie sie können, in der Closed Beta auf. Und danach halten sie sich so lange, wie sie können, in der Open Beta auf. Und das hat ja bei Siedler Online auch, ich glaube, mindestens ein Jahr gedauert, bis das dann released wurde, offiziell. Ja, ist ja auch gut, wenn es dann fehlerfrei läuft soweit, dann ist das ja auch genau zu empfehlen, da so lang zu machen. Ja, finde ich ja gut. Zumal das bei einem Browser-Game einfacher ist, weil man sagt, es ist eh auf dem Server, warum sollen es die Leute nicht einfach schon spielen und Feedback schicken können? Ja. Nee, ist richtig. Genau. Ansonsten habe ich letztens die Idee gehabt, ich könnte ja vielleicht so als Spätprogramm GTA 4 Let's Playen. Spät? Wieso Spätprogramm? Naja, ist ja nicht gerade gewaltfrei, das Spiel. Naja, aber das ist den YouTubern doch egal.
Das stimmt wohl. Aber einfach um der Uhrzeit wegen, dass es halt um Ah. 22 Uhr oder wann erscheint. Immer schön Wird auf das die Jugend achten, ne? Es erscheint Wird um das Spiel eigentlich ab? 22 Uhr. Warte mal. Ach Es so. erscheint um 22 Uhr bei dir. Und der 12-jährige kleine Phil sowieso guckt sich um 12 Uhr mittags am nächsten Tag das an. Ja. So viel zur USK. Hey! Ja, Wird ich das kenn's. eigentlich ab 16 oder ab 18? Ab Das 18. ist ab Okay. 18. Aber ist halt dahingehend schwierig. Also ich meine, andere Let's Player oder Let's Play-Kanäle wie GameTube und so, die haben auch bei all ihren USK 18-Spielen, haben die da grünes Licht unten drunter stehen, wenn sie es in eine Show gepackt haben. Von daher scheinen die da auch nicht wirklich Wert drauf zu legen. Nö, machen glaube ich auch die wenigsten. Bei YouTube wird es erst problematisch, weil es ja amerikanisch ist, ne? Wenn du sexistische Sachen präsentierst, dann kriegst du Probleme. Aber solange es mit Waffen, Blut und Meuchel, Drogen und sonst wie es geht, kein Problem, das sind die Amis, passt. Also, ich habe ein Video bei YouTube, da geht's auch, also rein körperlich zur Sache, aber damit habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Nee, man wird, glaube ich, auch gar keine Probleme kriegen von YouTube aus. Es ist einfach nur generell, dass ich mich halt frage, dann bringt eigentlich die USK auch nichts, wenn es die Leute sich auch so angucken können. Es kann schon Probleme geben. Ich kann mich da erinnern, als damals bei Gamers Global, TM, die ein Heavy Rain Testvideo gebracht haben, da gab es auch mal weibliche Rundungen zu sehen und da hat YouTube das denn tatsächlich aus dem Programm geschmissen. Echt? Ja. Okay. Lass uns Eltern im Netz anschreiben. Wir sollen uns helfen. Ja. Na gut, aber soweit ich mich erinnere, gab es bei GTA 4, ich habe es nie durchgespielt, aber ich glaube, das war weitestgehend Das war recht prüde. ja, außer man geht jetzt unbedingt ins Rotlichtviertel, aber Selbst sonst. da sieht man nichts. Doch, Flanierschwalben. Also du siehst nirgendwo, sag ich mal, nackten Mops. Den siehst du dann nirgendwo. Oh, Was, die armen GTA hat kleinen Hunde? Hunde. Ich wollte gerade sagen, GTA hat Hunde? Nein, wir wissen, was du meinst. Wissen wir das? Ich zumindest. Okay. Ja, das, also wie gesagt, das habe ich jetzt so in Planung, weil ich gesehen habe, es gibt nicht so wirklich viel davon bei YouTube. Das Einzige, was ich gerade noch mit meinem Netzwerk am Klären ist wegen der Musik, die ja im Radio im Spiel läuft, Ja, das ist ein Problem. wo einen dann YouTube trotzdem nochmal sagen kann, der hat doch da Rechte dran und der. Ja. Ist halt die Frage, inwieweit kriegt man denn dann das Recht dazu, dass man das reinstellen darf, weil es ja Teil des Spiels ist. Naja, man muss ja nicht zwingend die Kanäle einschalten. Man kann Ja, sie auch auslassen. Natürlich ist ein bisschen Atmosphäre flöten, aber man kann sie auslassen, wenn es hart auf hart kommt. meine andere Idee war eigentlich diesen, also es gibt ja einen Kanal, wo man eigene Musik einspielen kann, dass ich da dann mir irgendwie GEMA-freie Musik hole oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Oder du Das zahlst Problem. 30 € für sowas. Du darfst das auch machen. Nee, für 30 € darfst du das nicht machen. Doch, die Lizenz derzeitig kostet 30 € für Podcast, Radio und sonstiges mit Musikunterbindung. Weiter geht's. Aha. Ich habe mich da mal schlau gemacht, weil ich ein Radio machen wollte. Ach was. Ja, Okay. ist in Planung. Irgendwann mal. Okay, nee, aber das Problem war dann, dass ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich ins Auto steige oder in ein anderes Auto steige, Ach so, ja, muss ich das stimmt. Radio neu einstellen, was ich bis Richtig. heute total Banane finde. Warum ich nicht in den Optionen sagen kann, das ist mein Radiosender, den will ich immer und überall haben. Gibt zwar irgendeine Mod, aber die läuft mit der Steam-Version nicht. Gab's das nicht? Ich meine, ich habe das so auf der PlayStation 3 gespielt, da konnte man das einstellen, welcher Radiosender voreingestellt sein soll. Ich kann das nur einstellen zum Test hören, wie laut das Radio dann ist. Na gut. Also, klärt mich auf, falls das möglich ist. Ich weiß davon, habe Also, bisher leider nichts gefunden. mir war das so, dass man das in den Optionen einstellen konnte, was gehört werden will, gleich zu Anfang.
Naja. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall war dann meine Idee noch einfach die Musik im Spiel auszumachen und dann einfach Winamp im Hintergrund laufen zu lassen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Aber ja, mal gucken. Also wenn die mir vom Netzwerk sagen, nee, geht alles klar, dann mache ich das so. Ja. Und ansonsten muss ich gucken, wie ich es dann löse. Ja, das war soweit die Spielplanung und Rückblick von mir. Jo, der nächste. Meine Liste ist etwas länger, ich mache zum Schluss. Ja, meine Liste ist recht kurz. Also ich habe noch nicht so wirklich was geplant, muss ich zugeben. Also Amnesia werde ich natürlich jetzt auf jeden Fall zu Ende spielen und Torchlight. Und sonst hatte ich vielleicht mal Dead Space 1 nochmal zu Let's Playen, dann wahrscheinlich auch 2 und wenn dann rauskommt Dead Space 3. Aber das dauert auch noch. Nimm doch mal ein paar gruselige Spiele. Das ist eine Idee. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Vielleicht Agrarsimulator. Aber finde ich an sich gar nicht schlecht. Das ist quasi so ein großes Thema in einem Let's Play-Kanal. Denn so nur Gruselspiele ist doch auch ganz... Ja gut, Torchlight ist jetzt nicht so ein Grusel. Naja, nee. Das kommt immer auf die Sichtweise an. Aber ich meine, es gibt, glaube ich, selten wirklich nur so einen Let's Play-Kanal, der nur wirklich ein einziges Thema hat. Ja. Das vielleicht mache ich auch noch andere Themen. Mal schauen. Ja. Ja, also Rollenspiel habe ich ja schon gemerkt, war nicht so deins. Wieso? Hast du zumindest gesagt, ja, dass das nicht so deins war. Nee, habe ich noch nicht gespielt, aber Torchlight macht richtig Spaß. Von daher, also Rollenspiele gibt's ja zuhauf. Vielleicht kannst du ja bei Stromski und mir noch einsteigen. Der ist übrigens heute verhindert. Ja, das... Ach so. Nee, das war jetzt für dich zum Schauen. Vielleicht kannst du ja da noch einsteigen bei Herr der Ringe. Könnte ich machen, weil ich mir noch Herr der Ringe online runterladen. Das geht über Steam relativ flott. Okay. Wir machen ein Let's Play Herr der Ringe. Alle Let's Player in diesem Podcast spielen Herr der Ringe. Die Let's Play-Gilde. Meine Idee war eigentlich eine andere. Die hatte ich die Woche auch über, aber dazu komme ich, nachdem ihr alle eure genannt habt. Hattest du deinen spontanen Entwicklungstag gehabt, oder was? So in etwa. Der nächste, bitte. Ja, Herr Doktor, ich habe ein Problem. Ich habe eine momentane, spontane Simulationskrankheit. Selbstschuld. Ja, dachte ich mir auch. Ne? Ich hab gerade so richtig diesen Strohballen durch das Bild fliegen sehen. Wie in so einem wilden Westen. Wie ist, naja, ist auch egal. Ja, mit Strohballen hat das ein bisschen zu tun. Ja, nur die Größe rollt, glaube ich, nicht so gut. Ja, vielleicht doch. Keine Ahnung. Wenn die so vom Anhänger runterrollt. Ja, also Farmen hat das Ganze zu tun, ne? Simulator 2013 ist derzeitig bei mir auf dem Radar, weil es getestet wird. Aber auch da wieder nur aus einem einzigen Grund, die Modder-Szene interessiert mich dort. Wo jetzt? Beim Landwirtschaftssimulator? Genau, Landwirtschaftssimulator hat eine Modder-Szene. Unglaublich, aber ich sag auch erstmal da so, ja, Landwirtssimulator, Bauer. Was simulieren die dann da rein? Panzer oder was? Ja, ich flüge mein Feld mit den neuen G3 um. Hey. Du flügst dein... Naja, ist auch egal, das wäre jetzt wieder... Ja, mit Schipp und Schaufel. Yeah. Ich wollte schon immer ein großes Loch in meinem Feld haben. Es wird immer perverser hier drin. Ey. Und siehst du mal mit mindestens 9mm Kanonen. Boom, wachst okay. Was war denn jetzt bitte an der Aussage pervers? Wieder zurück zum Thema, bitte. Ey, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Jano hat Druck. Nein, das gut. Schneiden wir raus. Cut. Weiter geht's zum Thema. Okay, also es geht einfach um den Landwirtschaftssimulator. Hat eine große Modding-Community, das heißt, es werden Fahrzeuge originalgetreu nachgebaut in der Modder-Szene, die nicht im Spiel drin sind. Marken werden nachgebaut, Original-Fahrphysik, besonderes Verhalten der Gelder, besondere Maps, Multimaps,
und so weiter und so fort. Insgesamt derzeitig auf dem Markt, wenn ich, lass mich nicht lügen, über 1,5 Millionen Mods. Für den Landschaftssimulator. So viel. 2013. Donnerwetter. Pro Tag ungefähr 30 neue. Aber da sieht man auch mal wieder, wie beliebt dieses Spiel doch eigentlich ist. Ja, jetzt halt dich fest. Wo das Spiel rausgekommen ist, hat es mehr Umsatz gemacht als Medal of Honor Warfighter. Das ist ja auch keine Kunst. Das wird ja auch nicht verkauft. Ach so. Also, den Kollege ist hingegangen, wollte sich das holen und hat gesagt, ja, Landschaftssimulator 2013 ist ausverkauft, aber ich kann dir Medal of Honor anbieten. Das haben wir hier stapelweise stehen. Ja, das wird echt verkauft wie geschnitten Brot. Ich habe das ja immer erst so ein bisschen belächelt, das Ganze mit dem Landschaftssimulator. Aber ich habe es dann auch selber mal angespielt und irgendwie hat das tatsächlich was. Und ich werde es demnächst mit dem Kollegen halt spielen, weil der ist Landwirt. Der ist wirklich Landwirt und spielt dieses Spiel ja exzessiv. Also In das Real Life. beides. Ach so. Beides. Und er wird dann natürlich die fachliche Ausführung machen von den ganzen, weil er kann mehr über die Maschinen sagen und über das, was da passiert, als ich, weil für mich ist das ein Feld mit Erde, Matsch, Modder und irgendwelche Samen da drinne. Und das muss wachsen. Ja, nur Ruhe. Ja, ich sage nichts. Ein Feld mit Modern. Ah. Ja, das Beste ist, es funktioniert halt auch im Multiplay. Es sind Okay. selten Simulatoren, die im Multiplayer-Modus funktionieren. Ja, Aber und das Spiel kannst du dann funktioniert. deinen Gegner vom Feld fegen Nee, oder? ihr arbeitet zusammen. Ihr arbeitet zusammen auf einem Bauernhof und. Traktorin. Ja, genau. Meiner schneller. Nee, meiner stärker. Ja, Meiner jedenfalls. ist älter. Juhu, gewonnen. Ich bin auch der Rentner. Jedenfalls geht das. Baut man dann zusammen. Einer hat dann das Feld, den Bauernhof, und der andere kommt dann als Helfer auf diesen Bauernhof und hilft dann mit. Okay. Und Ja, aber wenn, also ich, ganz ehrlich, ich frage mich jetzt, wo du sagst, es gibt so viele Mods, frage ich mich, was bietet denn das Spiel von Grund aus? auch schon eine Menge. Es gibt die ganzen lizenzierten Firmen, ich glaube, waren irgendwie 25 oder 30 lizenzierte Firmen, die schon original gesetzt worden sind. Aber es gibt ja so weitaus mehr. Es gibt Kartoffelmaschinen, Ballmaschinen, Sämaschinen, Hockermaschinen und was weiß ich nicht alles. Es gibt so eine Bandbreite, dass man die ganzen Lizenzen gar nicht einkaufen kann. Und die Programmierer, die Entwickler sind dann auch wirklich auf diesen Messen gewesen, Landwirtschaftsmessen gegangen, haben sich die Maschinen angeguckt, haben geguckt, wie sie sind und etc. 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 Ich will jetzt hier nicht so viel erzählen, weil ich erzähle wahrscheinlich auch viel Schwachsinn wahrscheinlich noch dabei, was der Kollege besser erklären könnte. Haben sich als Chinesen verkleidet, damit sie viele Fotos machen durften. Ich glaube, das sind deutsche Entwickler, muss man dazu sagen. Und Achso. schwedische und dänische. Also, das ist eine europäische Entwicklungsfirma, ist das. Aber es ist genial. Es macht richtig Spaß anscheinend. Ich habe es mir so ein bisschen angeguckt. Und deswegen wird da demnächst die GG-Farm gegründet, wo wir dann mal ein bisschen Karotten und Kartoffeln und so auf den Markt bringen. Ne? Okay. Genau. Ja, das nächste Projekt ist der Euro Truck Simulator 2. Schon wieder Simulator. Ja, yeah, ich bin nicht Hacker, ich habe eine akute Simulation. Da gab es mal ein Video bei der GameStar drüber. Ja, jetzt denkt natürlich alle Euro Truck Simulator 2. Was denn da LKW fahren? Ja, genau! Ich fahre LKW. Und das ist auch gar nicht so schlecht, muss ich noch mal dazu anmerken. Es ist gar nicht mal schlecht. Ich habe gedacht, ich habe mir das Spiel angeguckt. Muss das sagen, ich habe das Spiel gekauft für jemand anders. Ich habe es selbst einmal getestet, ich habe es Für geguckt. einen Freund. Ja. Genau. Und ich habe mir das dann selbst mal angeguckt. Ich habe gedacht, ja, warum will er das haben? Gucken wir es an. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon geschlagene 86 Stunden Spieltime da drin. Das hättest du mal alles aufnehmen müssen. Ja, dachte ich mir auch, aber das mache ich demnächst anders. Aber warum spiele ich dieses Spiel schon wieder? Ihr werdet es erraten, auch dieses Spiel hat eine Modder-Szene. Unglaublich, aber wahr, ja. Es gibt da Mods für Coca-Cola, für Ikea, für Aldi, Tankstellen, Tankstellenwertung. Es gibt ein Programm, das die derzeitige richtige Tankzeit vom Geld her Wert über nachrechnet und so weiter und so fort. Und da gibt es auch täglich Updates in der Modder-Szene. Also werde Also ich das mir heißt, du dann. könntest mit dem Coca-Cola Weihnachtstruck fahren? Genau. Sehr schön. Genau.
Ich glaube, nur deswegen würde ich mir das auch holen, aber. Das Spiel, und das Schlimme ist, das Spiel ist gar nicht mal so einfach. Viele denken, ich fahre jetzt den Truck da einfach um die Ecke und alles drum und dran. Ist schnell gemacht. Ja, von Ja, der wegen. Zeitdruck ist es. Der Zeitdruck ist noch nicht mal Schlag ausgehend, sondern Achso. du fährst mit dem Ausschlag. Truck, du fährst mit dem Truck um die Ecke. Das Ding rammt mit der hintersten Stoßstange an dieser scheiß Leitplanke. Entschuldigung, Scheiße, sagt man nicht. An dieser beschissenen Leitplanke. Also Shit-Leitplank. Jedenfalls, dann kriegst du sofort 1% Schaden an deiner Wahrung, an deiner Ware. Und das Problem ist bei der ganzen Aktion, das haut sofort 0,8% deiner Wertung ins Negative. Dadurch schlechtere Aufträge. Es ist also verdammt heikel, mit dem scheiß Fahrzeug da durch die Gegend zu fahren. Das andere Okay. Problem ist dann, die KI von den anderen Fahrzeugen, die da fahren, sind so dumm wie Toastbrot. Und es machen nur Unfälle. Also ist es noch gleichzeitig Slalomfahren mitten auf der Autobahn. Es macht richtig Fun, kann man gut sagen. Und du Ja, hast das. reales Radio da drin. Und richtig, ja, ihr werdet sehen. Reinschauen lohnt sich also. Reelles Radio heißt also, du kannst das hören, was gerade im Radio läuft? Ja, ich kann Power Radio Nijmegen hören, ich kann Energy Radio aus Stuttgart hören, Niedersachsen Radio, Antenne Niedersachsen oder das Polkisk Radio aus Polen und was weiß ich nicht alles. Europaweites Radio. Original. Okay. Also auch sowas wie HR3 und Co. und Ja, ähnliches. genau. Okay. Nur die Staumeldungen funktionieren im Spiel irgendwie nicht. Ja, dann habe ich ein ehemaliges Projekt, Geheimakte 3, habe ich weitergemacht. Die letzten Folgen solltet ihr euch angucken, ihr würdet euch schäbig lachen, weil wir das mit zwei Mann, drei Mann aufgenommen haben. Und ich glaube, wir haben nur Scheiße gelabert. Also man legt sich da unter das Bett und lacht erstmal eine Runde. Dann kann ich mir das nicht angucken. Das geht. Ich glaube auch, du kannst das nicht ernst nehmen. Wieso kannst du dir das nicht angucken? Weiß nicht, ich wenn irgendwie. Ich meine, Geheimakte 3 ist ein ernstes Spiel, eigentlich, Achso. ne? Das Problem, eben da einwerfen. Jano, das Spiel nimmt sich selbst nicht mal ernst. Das kann nicht ernst sein. Naja, aber so einen gewissen Ernstheitsgrad hat es doch sicherlich. Ja, nicht in den Folgen, wo wir das geguckt haben. Guckt es an, dann weißt du das nicht. Naja. Schau dir an, das ist schlimm. Oh ja, und Skyrim ist weiterhin am Laufen. So, das war's aus meiner langjährigen Geschichte. Und wie ist das Rezept jetzt? Rezept? Okay. Schwer gestört, würde ich sagen. Angenommen. Setzen. Jano, was hast du gemacht? Ja, also dann fange ich mal vorne an. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es letztes Mal im Podcast schon erwähnt habe, hier, dass ich Dishonored gemacht habe. Ich glaube, das habe ich erwähnt, oder? Ja, das Dishonored habe ich allerdings dann auch wieder abgebrochen nach 7 Folgen, weil es keine Sau geguckt hat. Also ich hatte, das Höchste, was ich hatte bei Dishonored, waren vielleicht 5 Aufrufe. Und das ist wahrlich nicht viel für erstmal eine Dreiviertelstunde rendern und dann nochmal 1,5 Stunden hochladen. Für maximal 5 Leute ist das doch ein bisschen Aufwand, finde ich Ja. zumindest. So, und dasselbe Liebeleid dann auch bei XCOM Enemy Unknown, was ich auch gemacht habe. Das habe ich dann aber tatsächlich schon nach 4 Folgen abgebrochen. Und erstmal aus dem Grund, weil es halt erstmal kaum irgendjemand geguckt hat und zweitens, weil halt sehr viel wirklich in den Menüs gewesen ist. Und ich denke mal, Menüs in dem Let's Play ist jetzt herzlich wenig aufregend. Also man will ja schon ein bisschen von der Action sehen und okay, es ist zwar viel Action, aber ich denke mal, das ist so 50-50. Also 50% Menüs, 50% dann auch die Action und das ist für die meisten dann einfach langweilig. Denke ich mir zumindest. Mir wird es so gehen. Okay. So, als nächstes kam denn, ach ja, dann habe ich erstmal To the Moon zu Ende gebracht. Nach 21 Folgen hat auch keiner geguckt, aber mir hat es Spaß gemacht und das war auch nicht sonderlich groß zum Hochladen, darum konnte man das ja mal machen. So, das ist zu Ende gegangen, denn kam das Projekt, was mein Leben verändern sollte. Dann kam Lucius. So ein kleines, fieses, dreckiges Adventure-Schwein, könnte man sagen. Und zwar geht es um wer das Omen gesehen hat, weiß in etwa, um was es geht. Also ein kleiner
Junge am 6. Juni 1966 geboren. Um 6.66 Uhr, wer hätte es gedacht? Wie geht denn das? Ist quasi der Sohn von dem Teufel höchstpersönlich, wie einst Damien im Omen. Naja, und das Ziel des Spiels ist eigentlich, die komplette Familie und dessen Freunde auszulöschen. Juhu. Kurz und simpel die Handlung zusammengefasst. Aber das ist teilweise doch recht kreativ, was man da alles so bewerkstelligen muss. Man läuft auch in einem Herrenhaus frei umher. Ich meine, die Morde alle sind linear, also du musst wirklich die abarbeiten quasi. Ja. Alle vorgegeben, aber ist eigentlich ein schönes Spiel gewesen. Die Grafik war für ein Indie-Spiel, es ist ja eigentlich ein Indie-Spiel, kein großer Big-Budget-Titel, war eigentlich ganz schön, hatte auch deutsche Sprachausgabe, die zwar eher minder gelungen war, aber grafisch war es schön. Die Atmosphäre war ganz nett. Der Schluss war unfassbar schlecht, fand ich. Aber da will ich jetzt nichts zu sagen, weil man will ja nichts spoilern. Naja, aber jedenfalls, das habe ich auch zu Ende gebracht. Und nach 15 Teilen hat Spaß gemacht, denn habe ich zwei Spiele angefangen, wo denn meine neu errungene Kundschaft aussuchen konnte, was denn jetzt als nächstes gemacht wird. Da wir erstmal, ist ja jetzt vor kurzem für PC erschienen, Deadlight. Mhm. So ein Jump'n'Run-Zombie-Apokalypsen-Spiel, was so sich so spielt wie so ein Prince of Persia zum Beispiel. Nur halt mit Zombies. hat mir Spaß gemacht, wollten die Leute aber letztendlich nicht wirklich sehen. Und dann hatte ich als zweiten Vorschlag eine Half-Life 2-Mod angefangen. Nennt sich Grey. Und das ist so ein kleines Psycho-Spielchen. Also ist zwar noch so Shooter-mäßig, aber es geht so mehr die Psycho-Schiene. Also okay. So Silent Hill-mäßig. So ein bisschen wirr und total abstruse Gestalten, total abgefahrene Umgebung. Also ein Schocker, kann man sagen. Ich erschrecke mich oft in diesem Let's Play. Okay. Also sehr, sehr, sehr witzig. Und das wollten die Leute dann auch tatsächlich sehen, zumindest die ersten drei Folgen noch, dann auch nicht mehr. aber das mache ich trotzdem zu Ende, weil die Mod ist jetzt nicht besonders lang. Ja. Also ich hatte ja mal hier Nightmare House gemacht, war ja auch eine Half-Life 2 Mod. War so ähnlich, auch so ein bisschen gruselig. Aber das hier ist, das geht an die Nieren, zumindest mir geht das so. Vor allem, wenn man ein bisschen was getankt hat, dann geht das noch viel mehr an die Nieren. Naja, wie dem und auch das sei. Das bei den Preisen. Ah. Ja, na gut. Die Mod war umsonst, dann kann man das andere Geld. Naja, wie dem auch sei. Dann ist vor kurzem noch so ein Spiel bei Steam rausgekommen, nennt sich Hotline Miami. Das ist so ein kleines Retro-Spielchen. Also so von der oben drauf Sicht, Top-Down-Sicht heißt es, glaube ich. Man möge mich verbessern, wenn das falsch ist. Top-View-Sicht, richtig, Top-View-Sicht. und zwar, ja, ich kann eigentlich auch nicht so genau sagen, um was es in diesem Spiel geht. Es ist eigentlich nur eine pure Gewaltorgie. In hübscher Retro-Grafik. Also so GTA 2-mäßig, wenn man da einfach nur auf Verderbtheit gespielt hat. Nee, so vielleicht jetzt nicht ganz. Also es ist so, man kriegt halt so seine Aufträge, man ist in seiner Wohnung, kriegt Aufträge per Telefon. Meistens sind es Überfälle. Werden denn da bloß irgendwie anders genannt. Irgendwie Babysitting oder Meeting oder sowas. Aber im Grunde geht es dann immer nur rein in die Mission. Und da wird alles totgehauen, was da in der Gegend so rumläuft. Und dann ist das so, du darfst kein einziges Mal vom Gegner getroffen werden, weil sonst bist du tot. Ist sehr schön. Und da spritzt der Lebenssaft in rauen Mengen. Also das ist schon herb. Kann man sich ja mal angucken. Habe ich aber auch nur einen Teil, so ein angedaddelt, nur mal so angetestet. Okay. So Retro-Spiele, meist die nicht gut aussehen, das kommt meist nicht so gut an bei den Leuten. Also ich finde es klasse, mir hat es Spaß gemacht. Ist aber sauschwer, kostet irgendwie 8 Euro bei Steam oder so, kann man sich also mal in der Mittagspause gönnen. Ja. So, das war das. Was kommt noch? Kann mir bis jetzt noch jeder folgen? Ja, ja. Ja, passt. So, und dann habe ich heute ein neues Let's Play angefangen. Und zwar geht es um
The War Z ja. ist jetzt in die Beta gegangen, habe ich mir sagen lassen, und habe so ein Guest-Key, so ein 48-Stunden-Guest-Key gekriegt, wo ich das Ganze mal antesten kann. Und ist bis jetzt eigentlich wie DayZ, nur nicht so gut. Also bisher. Also ich habe bisher vielleicht eine Stunde gespielt und es ist halt zum Beispiel die ganzen Sachen, die da aufnehmen kannst, hier wie das Trinken, Wasser und Chips und Waffen und alle Pipapo, ist halt das Problem jetzt noch in der Beta, dass die noch nicht benannt worden sind. Du hast immer nur so eine Art Dateinamen da stehen, wo eigentlich die Bezeichnungen ja. für die jeweiligen Sachen stehen sollen. Das ist ein bisschen anstrengend. Gut, das ist noch so ein bisschen wie, also das ist wie bei DayZ von dem her, dass du halt das Zeug aufnehmen musst und essen und trinken musst. Oder ja, das ist so wie, im Grunde ist es, im Moment ist es so wirklich 1:1 wie DayZ, außer dass mit DayZ von der Stimmung her und vom Realitätsgehalt, auch von der Grafik her, halt noch besser gefällt. Aber ich sag mal so, DayZ hat ja schon eine komplette Engine durch Arma 2 und das hier ist jetzt komplett neu. Da verzeihe ich also noch eine Menge Fehler. Okay. Die aber ja, hoffentlich beseitigt sind, wenn es denn wirklich final erscheint. Okay. Wie sieht das denn aus? Ich hatte ja beim Lesen eher die Vermutung, dass es so eine Art Left 4 Dead nur eben online wird. Nee, das ist ganz was anderes. Also Left 4 Dead mit DayZ zusammengemixt? Nee, kann man so gar nicht vergleichen. Also im Moment ist es wirklich ziemlich haargenau wie DayZ und bei Left 4 Dead ist es ja dann wirklich so, dass ja die Zombie-Scharen in Reihe kommen. Und hier ist das wirklich so, dass die Zombies halt zufällig irgendwo platziert sind und man sich nicht entdecken lassen darf. Halt wie bei DayZ. Und dass man da irgendwie langsam vorbeischleichen muss und sein Kram zusammensuchen muss. Okay. Also mit Left 4 Dead kann man das gar Weil ich nicht hatte irgendwo was gelesen, es reicht, wenn man einfach nur draufhält und dann... Also, ich sag mal so, es ist nicht so schwer wie DayZ. Also die Zombies entdecken einen nicht so schnell und man kann die Zombies auch relativ einfach platthauen. Also man kann allein schon, man kriegt eine Taschenlampe mit am Anfang und mit dem kannst du schon ordentlich auf die Zombies eindreschen und davon gehen sie auch irgendwann tot, aber es ist, denke ich mal, ratsam abzuhauen, wenn es mehrere Zombies sind. Also ich hatte bis jetzt mal irgendwie 5 Zombies hinter mir und das war wenig erfolgreich, da irgendwie einen nach dem anderen mit der Taschenlampe zu erschlagen. Also das ist, und eine Waffe habe ich noch nicht gefunden, dann mag das sein, wenn du eine Waffe hast, dass das dann alles ein bisschen lockerer ist und ein bisschen gelassener, aber das Glück hatte ich noch nicht. Okay. Aber der Vorteil bei WarZ ist auch jetzt gegenüber von der Mod von DayZ, ich weiß ja nicht, wie das bei Standalone sein wird, dass du hier auch deinen eigenen Charakter quasi selbst zusammenbauen kannst. Du kannst jetzt Gesicht aussuchen, Klamotten aussuchen und dann kannst du ja auch in der Walachei irgendwie noch so eine lustigen Hüte suchen, wie so, weiß nicht, so Ferienhüte oder ein Bauarbeiterhelm oder so ein Schrott oder Masken und sowas. Also bisher, das macht schon so, was die Charaktereigenschaften, also so die Charakterisierung angeht, da macht WarZ schon einen guten Eindruck. Wenn das DayZ auch noch bringt, dann hat WarZ wirklich gar keine Chance mehr, glaube ich. Okay. Ja. Das war's, glaube ich, soweit von mir. Okay. Wunderbar. Dann sind wir damit schon mal durch. Dann kommen wir jetzt gerade noch kurz zu der... Haken. Genau, Haken dran. Kommen wir kurz zu der kleinen Idee, die ich hatte. Und zwar hatte ich den Einfall, man könnte doch theoretisch, weil die... Ich habe immer den Eindruck, bei einem Podcast sind die Leute, was so das Gucken angeht, ein wenig unterfordert. Und deswegen war meine Idee, dass man vielleicht sowas in der Richtung machen könnte... im Zusammenhang mit Brettspielewelt. Kennt ihr das? Nein. Brettspielewelt, da kann man alle möglichen Brettspiele, die es gibt, eben online gegeneinander spielen. Das ist unter anderem Siedler von Catan und witzig. Haufenweise andere Brettspiele, die es da gibt. Und deswegen war meine Idee, dass wir einfach so ein Brettspiel quasi gemeinsam spielen und das aufnehmen und nebenbei eben diesen Let's Talk Together führen. Oh, das wird aber so eine Sache. Ich bin ja ein typischer Kerl, sag ich mal, ja. So ein typischer Kerl, der nicht zwei Sachen auf einmal machen kann. Also, denn spielen und quasi mich aufs Spiel richtig zu konzentrieren und dabei noch reden, das ist so, als würdest du von mir Quantenphysik verlangen.
Aber dann gewinne ich doch. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Ja, nee, Quatsch. Also ich hab da mit nie ein Problem, wenn wir hier zu Hause irgendwie Brettspiele spielen. Das machen wir doch des Öfteren mal. Das machen wir uns eigentlich auch, ne? Ja. Ich also nicht, wir ja. jetzt nicht, aber. Wir sind gesellschaftlich fähig. Noch. Achso. Nee, aber hatte ich jetzt, also können natürlich auch ganz andere Spiele vielleicht nebenbei sein, wo man sagt, ach, und wenn es nur Uno ist oder so. Ja gut, das kriege ich auch noch hin. Ohne reden. Mit ohne reden. Mit und ohne. Hä? Ja. Ich hatte mal einen Podcast gesehen. Da wurde halt auch gesprochen und dann wurde jedes Mal, wenn jemand was gesagt hat, jedes Mal wirklich der denn in dem Video eingeblendet, der denn auch was gesagt hat. Und das switcht dann immer so ganz wild hin und her. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Es war völlig unspektakulär. Facecam. Nee, nicht Facecam. Also halt dieses, so dieses Profilfoto von demjenigen. So, damit man dann halt quasi auch sehen kann, wer denn jetzt überhaupt was sagt für die mit den Stimmen noch nicht so klarkommen. Fand ich ganz nett eigentlich. Es war aufwendig, denke ich mal, so im Nachhinein, wenn man das dann eine Stunde lang machen muss. Aber ich fand's witzig. Also witzig im Sinne von gut. Ja. Es gibt doch, glaube ich, auch irgendwie ein Programm, wo man das, glaube ich, sogar hinbekommen könnte, was dann eben den Avatar vergrößert, wenn derjenige spricht. Und sonst ist er eben kleiner. Hatte ich zumindest irgendwie mal gesehen. Aber wir können auch einfach Webcams nehmen und uns mit Webcams aufnehmen. Das finde ich nicht ganz so geil, muss ich sagen. Hallo, du wolltest die Weltherrschaft, du wolltest berühmt werden. Also ja, aber zeig dein Gesicht der Welt. Hat das er ja kann, schon. Ja, habe ich ja schon. Ja, an Halloween. Das hat so geil gepasst mit meinem Video an Halloween. Wie ich ja auch schrieb in dem Video. Genau. Ja. 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 Na gut, ja, wie gesagt, also es war nur eine Idee, deswegen wollte ich mal hören, was ihr so davon haltet. Aber wenn ihr die Idee gut, also sonst. Ja, kann man ja nochmal gucken. Vielleicht findet sich auch irgendwas, wo man sagt, oh, das ist so cool, das kann man auch, also zum Beispiel könnte man ja auch GTA 2 oder so gegen das Spiel. Also wenn du mir da erzählen willst, du musst dich konzentrieren. Ich konzentriere mich bei allem. Ich kann nur trinken, rauchen, mit euch reden und dann vielleicht noch irgendwas zu spielen, wo man denken muss. Gedankenkontrolle. Ich frage meine Schwester, die macht das dann für mich. Ja, ich denke mal, das können wir dann nochmal so im Stillen irgendwie klären. Genau, ja. Also wie gesagt, es war nur eine Idee. Ja. Vielleicht gefällt das ja auch den Zuhörern, dass die das irgendwie kommentieren. Mal gucken. Ja, ansonsten war der nächste Punkt, zumindest bei mir, noch Stronghold HD kurz anzuschneiden. Das ist heute Donnerstag, 1. November rausgekommen. Und ich habe das kurz, also ich habe mir den Patch runtergeladen und habe es angespielt. Also es gibt es in mehreren Versionen. Es gibt das einmal zu Stronghold Crusader und zu Stronghold Crusader Extreme. Jeweils als Patch oder eben als, dass man es nochmal bei GOG oder sonst wo als Download-Titel kaufen kann für 3 € oder sowas. Und ich hatte ehrlich gesagt mehr erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Im Endeffekt ist es einfach nur so, sie haben den Bildschirm angepasst, dass man eben das, was außerhalb der ursprünglichen Auflösung war, jetzt auch sehen kann. Nur Punkte wie zum Beispiel die Geschwindigkeitsanzeige, die man zwischendurch ja hoch und runter stellen kann, die ist immer noch an der gleichen Position, das heißt jetzt mitten irgendwo auf dem Bildschirm. Und ansonsten haben sie ums Menü, also ums Hauptmenü und um diese Erzählereien in der Geschichte einfach quasi nur einen Rahmen drumherum gebastelt. Und das war's auch schon irgendwie wieder. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, da kommt jetzt irgendwie, dass sie nochmal vielleicht die Engine ein bisschen aufpäppeln oder ähnliches. Aber gut.
Da versuchen doch viele mit dem wenigsten Aufwand nochmal ordentlich Reibach zu machen. Ja, ein gut. Hast ja auch bei den ganzen HD-Versionen von Konsolen, die ja jetzt auch irgendwie massenweise kommen, dass du da das alte Spiel hast und die nur die Grafik ein bisschen schärfer gestellt haben und das war's. Und das verkaufen sie nochmal für 30 bis 40 Euro. Hm. Meinst du jetzt zum Beispiel Doom? Nee, Doom in dem Doom speziellen... Doom 3, meine ich. Ja, Doom 3, ne, da haben sie ja ein bisschen was getan, aber ich rede jetzt hier hauptsächlich auch von Konsolenspielen, wie hier zum Beispiel Silent Hill, haben sie eine HD-Collection rausgebracht, Devil May Cry eine HD-Collection, beides ist optisch wirklich nicht mehr schön, auch in der HD-Collection nicht wirklich. Okay. Okay, das heißt, Silent Hill geht noch, aber da haben sie, das ist einfach wenig Aufwand für viel Geld quasi. Ja. Finde ich schade, sowas. Deswegen bin ich ja auch, sag ich mal, Fan von, sag ich mal, irgendwie Comic-Sachen. Jetzt nicht im Sinne von komischer Comic-Grafik von WoW, sondern richtig Comic, wie zum Beispiel bei Baphomets Fluch oder ähnlichem. Mhm. Das kannst du dir auch heute noch angucken. Richtig, richtig. Auch hier Monkey Island 3 zum Beispiel. Genau. Ja, ja. Und wenn du dir im Vergleich dazu Edna bricht aus anguckst, da hab ich am Anfang gedacht, das wäre schon, was weiß ich, um die Jahrhundertwende rausgekommen. Jahrhundert, ja. Jahrtausendwende? Wie auch immer. Tausend. Jahrtausend und Jahrhundert. Passt beides. Sowohl, ja. Also, okay. War ich ja nicht ganz falsch. Dass das irgendwie so um die Zeit rausgekommen ist. Bis ich dann gelesen habe, nö, es ist, wann war das rauskommt? 2005 oder so? Ja, so eine Adventure-Spiele, so eine Point-and-Click-Adventure-Spiele sind meist irgendwie zeitlos. Eigentlich die komplette Monkey Island-Bank kann man heute eigentlich alle noch perfekt spielen. Auch finde ich die alte Version, wo noch nicht irgendwie, keine HD-Version, keine Special Edition. Selbst die alte Version kannst du noch perfekt spielen und hast ja immer noch Spaß mit. Ja, musst halt selber lesen. Ja, ach, mein Gott. Für die, die das Englischen nicht mächtig sind, müssen auch noch selber lesen, auch in der Special Edition. Nee. Das ja, gibt's nicht in deutscher Sprachausgabe. Doch. Monkey Island hat auch noch was ganz... Die Musikstory ist viel schöner. Und Monkey Island hat Deutsch. Ja, aber keine deutsche... Ja, die Monkey Island 3 und 4 und die Episoden, nee, die haben Deutsch. Die Special Edition 1 hatte ich, wenn ich in diese... ins Original geschaltet habe, dann war die Textübersetzung deutsch. Ja, die Textübersetzung, aber ich sprich von der Sprachausgabe. Die Sprachausgabe war nach wie vor Englisch. Also musst du da auch noch lesen. Gut. In dem Sinne schon, ja. Ich hatte es jetzt andersrum verstanden, dachte so, ich habe doch beim Switchen... Ging nur um Sprachausgabe. Okay. Gehen wir von heute noch in die Schule, die können doch lesen. Oder? Noch, achso. Ja, man verlernt das auch wieder. Kaum ist man zu Hause, ist das Ganze weg. Ach, tut man das? Ja. Okay. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum solche Zombie-Spiele so erfolgreich sind, weil alle wie ein Zombie davor getötet sind. Zocke. Oh, meine Freunde. Ja, dann kommen wir mal zum Facebook 3000 Freunde. Ja. Kommen wir mal zum nächsten, also was uns sonst noch so bewegt. Da hattest du, Pano, ja noch ein paar Sachen. Ja, es sind diese großen AAA-Spiele rausgekommen. Unter anderem, fangen wir an zu ziehen, Creed 3. Mhm. Dann Need for Speed Most Wanted. Was Neues. Und natürlich Medal of Honor Warfighter. So, mit was wollen wir anfangen? Assassin's Creed 3. Genau, lass doch vorne anfangen. Ja, mit A. Alphabet. Okay, Assassin's Creed 3 ist eins der Ende der Story, angeblich Ende der Stories, aber wie es ja bei solchen Merchandise-Games und was weiß ich nicht für Spiele sind, es gibt irgendwann mal Erweiterungen oder sind in Planung, aber die Story soll hier jetzt enden. Mit Assassin's Creed. Okay. Dabei soll das Ganze auch einen Multiplayer noch bei sich haben. Da man mit zwei Mann laufen kann.
Erschienen für die Konsole. Ja. Nee, nee, red ruhig weiter. Ich komme denn später dran. Erschienen ist es Konsole längst schon. Für den PC kommt es noch. Wann? So ungefähr diesen Monat jetzt? Am 22.11. 22.11. Boah, guck mal, ja. Was denn vom. Wenn es nicht wieder verschoben wird, wie die letzten 2 Monate. Nee. Wurde das verschoben? Das wurde doch nicht verschoben. 2 Monate lang, ja. Ich habe es jedes Mal wieder in dem Vorschauvideo von der GameStar gesehen. Ach, okay. So, jetzt mal ja. Wieder ein Kandidat. Ja, Neuerungen sind jeder, der Assassin's Creed kennt. Es geht einfach um Schleichen, Springen, Klettern, Meuchelmördern und so weiter und so fort. Also die Standardgeschichten. Was sich verändert, ist halt die Story wird zu Ende erzählt. Ein riesengroßes Grenzland, also Open World, ob es wirklich so open ist, wie alle behaupten, kann ich noch nicht sagen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Schiff ist endlich mal drin. Vom Pferd aus reitet irgendwie drin. Eigene Siedlung ist drin. Kampfsystem überarbeitet. Da bin ich ja mal ganz gespannt drüber, ob das jetzt immer noch mit einem Finger kämpfen und ich gewinne immer noch. Oder ob da irgendwie mal Taktik drin ist. Ja, und viel, viel mehr Missionen. Auch unterschiedliche. Nicht immer dasselbe. Geht dahin, klettert da hoch, töte den oder zu dem Punkt oder so immer. Sondern es soll viel mehr Missionsvielfalt sein. Ich bin also sehr gespannt auf das Spiel. Ob es wirklich so ist, wie es angekündigt worden ist. Oder ob es wirklich sich in der Reihe der anderen Spiele von Assassin's Creed einreiht und wieder nur einheitsbrei ist. Das alte wieder aufwärmen und neue Grafik schön verpacken. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass Stromski gekommen ist. Habe ich auch schon gesehen. Hat er dich zufällig angeschrieben? Nein. Ich habe ihn zwar angeschrieben, aber wie das bei Stromski oft so üblich ist, kommt wahrscheinlich erst wieder ungefähr 1,5 Stunden später eine Antwort. Okay, dann warten wir nochmal, nicht, dass er sowieso gerade off ist und oder AFK ist und er dann überhaupt nichts sagt. Dann warte ich noch, bis er von selber reinkommt. Das hören wir ja dann auch. Also, wo waren wir jetzt nochmal? Assassin's Creed 3. Assassin's Creed, genau, ja. Ja. Hast du noch was zu sagen oder darf ich? Leg los. Okay, also. Fang ich mal vorne an. Also, du sagtest ja schon, dass das Spiel Multiplayer hat. Soll aber jetzt nicht heißen, dass es ein Koop-Multiplayer-Spiel ist, sondern es hat halt Multiplayer in Sachen von Deathmatch oder sowas. Dass du quasi. Du hast zwar eine Gruppe, irgendwie eine Gruppe von jeweils 4 bis 5 Leuten, die bekriegen sich gegenseitig. Du kriegst ein Ziel gestellt, den musst du erledigen und das musst du möglichst still und heimlich, ohne entdeckt zu werden, über die Bühne bringen, weil dann gibt es mehr Punkte. Also ist quasi so ein Deathmatch Capture the Flag Multiplayer. Den gibt es aber auch schon seit Assassin's Creed Brotherhood, quasi im ersten Spin-off von Assassin's Creed 2. Also jetzt wird der Multiplayer halt immer nur noch so ein bisschen um Nuancen erweitert. Neu ist der in dem Sinne nicht. Also das gab es schon vorher. Und ja, ansonsten die Story, da bin ich auch gespannt drauf, muss ich gestehen. Die Story von Assassin's Creed ist ja recht komplex. Und daher bin ich da mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe Revelations noch vor mir, also das zweite Spin-off von Assassin's Creed 2. gestern habe ich das erste Spin-off durchgespielt, morgen. Die nächsten Tage ist dann der zweite dran. Und hoffe, dass ich damit durch bin, bis denn das Assassin's Creed 3 für PC rauskommt. Und ja, wie gesagt, auf die Story bin ich gespannt, weil mich die Trailer auch schon mal so ein bisschen begeistert haben. Was auch wieder an der deutschen Synchronisation liegt. Weil da auch mein absoluter Lieblingssynchronsprecher wohl die Hauptrolle ergattern konnte. Und zwar die deutsche Stimme von Dexter, von allen Lieblingsserienkiller Dexter. Also ist mein Ab. Ja, klar, dass du diese Serie magst, weil du spielst auch Lucius. Ja, gut. Oder du. Dann sag ich mal, dann ist es halt auch die Synchronstimme von Joshua Jackson aus Fringe.
falls da einer mehr was mit anfangen kann. Auch wieder so eine amerikanische Serie, die man sich nicht angucken sollte. Okay. Weil das einfach so abgedreht ist. Das ist doch nicht abgedreht. Das ist Science Fiction. Es ist schon nicht mehr Science Fiction. Das ist wie, ach, ich habe hier ein Buch, mal gucken, ob wir daraus mal Serie machen können. Bringt nichts. Na gut, dann haken wir das Thema da einfach ab, weil da könnte ich jetzt stundenlang drüber streiten, glaube ich. Ich auch. Also man könnte ja auch, also es gibt ja auch positive Abgedrehtheit und das dann aber eher bei Monk und so zu oder, finden. Oder Twin Peaks. Also wenn man, was wenn man was Abgedrehtes sehen will, dann guckt man echt Twin Peaks, weil das ist so von Abgedrehtheit und Skurrilität echt nicht mehr zu toppen. Und wenn man abschalten will, guckt man RTL 2. Ja. Fernsehen, ja. Nee, wie gesagt, Assassin's Creed 3, spielerisch denke ich mal das gleiche wie seit Teil 2, weil da war es ja auch schon sehr abwechslungsreich von den Missionen im Spiel an sich her, aber trotzdem das Gameplay ist seit Teil 2 immer das gleiche. Zwar neuer Handlungsort, neue Story, in dem Sinne nicht immer Fortführung, aber spielerisch halt leider immer das Gleiche. Irgendwann nutzt es sich auch ab, was man ja auch an Call of Duty oder sonst was sieht. Deswegen bin ich ja besonders auf das Kampfsystem gespannt, weil in den Vorgängen war es wirklich so, du standst mit dem Controller, hast deine drei Kombo-Tasten immer gedrückt. Du konntest zwar in den anderen Teilen plötzlich Handgranaten bauen oder spezielle Waffen haben und so, aber im Endeffekt hast du dich doch erwischt, dass du immer nur die drei Tasten gedrückt hast. Und ich kaufe wirklich, dass das Kampfsystem wirklich anspruchsvoller wird. Also Anspruch. Wir haben es bei Batman gesehen. Bei Batman war es richtig in Arkham City richtig anspruchsvoll. Findest du? Weil du da Kombos machen konntest. Du konntest richtig schöne Kombos machen. Du konntest mit dem Battering arbeiten. Du konntest mit allen möglichen Spielereien, die du hattest, arbeiten. Das war schon bei den Bossen sinnvoller. Aber ich weiß ja nicht, auf welche Schwierigkeit du spielst. Ich spiele auf Hard eigentlich. Also ich Batman habe ich meist auf Hard gespielt, aber da kommt man auch mit purem Button-Gesmashe durch. Ja, okay, da kann man es an. Aber bei Assassin's Creed war es halt noch weniger. Es war weitaus weniger. Ja, doch, ich denke. Das war zwar Knöpfe-Technik aus der Spielhalle. Doch, ich denke mal schon, dass das Kampfsystem. Also, mir hat das Kampfsystem in den alten Spielen auch nicht wirklich gut gefallen. Ich denke mal, das werden die schon ordentlich ausgebessert haben. Wenn es so ist wie bei Batman, mir hat es Spaß gemacht bei Batman. Es war nicht komplex, aber es hat Spaß gemacht. Ich denke mal, das wird jetzt auch so sein. Hoffe ich zumindest. Ja. Ich hoffe es auch. Mal gucken. Angeschlagen ist es für, glaube ich, rund 60 Euro für den PC. Ich bin mal gespannt. Ich kaufe es mir immer digital. Ich kaufe mir keine Packungen mehr. Ja, genau. Digital wird's. Wie man gesehen hat, dein Schrank ist ja auch schon voll genug. Das sind Bücher, das möchte ich mal einwerfen. Das sind Bücher, die da meistens zu sehen gewesen sind. So die kleine Sparte, das sind noch PS3-Spiele. Der Rest sind Bücher, Freunde, mit Lesen und so. Wörter. Wir haben es ja festgestellt. Andere Spiele haben Wörter. Das sind die Spiele eurer Eltern. Das finde ich gut. Das merke ich mir. Ja. Gut. The next game of the AAA-Radar ist dieses Need for Speed Most Wanted. Das große EA-Game Autorennspiel. Sag mich dort. Ja gut, also ich sag mal, wer mal Burnout Paradise City oder wie das hieß gespielt hat, der weiß, wie sich das auch spielt. Ich denke mal, viel wird es da nicht anders sein. Ja und nein. Ja, fahre fort. Burnout ist klar. Burnout ist schöne Schadensmodelle, tolle Verfolgungsjagden, macht Spaß. Ja. Was Need for Speed Most Wanted jetzt anders machen möchte, ist das Ganze noch mit schöner Grafik, noch aufregender, noch fiesere Polizisten und andere tolle Spielereien reinzubringen. Also auch mit Drift auf der Straße, lizenzierte Autos. Das hat ja alles Burnout nicht gehabt. Lizenzierte Autos hat Burnout nicht gehabt, den Rest schon. Hat auch eine schöne Grafik, fiese Polizisten und Drift auf der Straße. Hat Burnout auch schon gehabt? Ja. Und das sagt jemand, der Burnout auch lange gespielt hat. Das sage ich nicht nur so aus blauem Dunst heraus. Okay, müssen wir, liebe Zuhörer, das so deklarieren. Jano, Burnout-Fan.
Hanno, Need for Speed-Fan. Ich mag auch Need for Speed, also so ist das nicht. Ich mag alle guten Spiele mag ich, für gewöhnlich. Aber nee, ich hab ja auch gedacht, dass jetzt Need for Speed, habe ich auch mit einem Auge drauf geguckt, weil es mich auch interessiert hat, aber dann habe ich halt auch gesehen, dass es ziemlich gleich wie Burnout ist. Außer halt vielleicht einen kleinen Tick hübscher, aber spielerisch genau dasselbe ist. Deswegen habe ich dann doch erstmal warte ich, bis es günstiger ist. Okay, also ich bin hier gerade mal so in dem Test von GameStar am Blättern und die schreiben wohl auch, dass die wohl innerhalb der Redaktion wohl auch ein paar Streitpunkte hatten, wo der eine gesagt hat, hier super Online-Rennspiel, wunderbar, sagt der andere als langjähriger Fan der Serie, wo ist das Need for Speed hin, was da drauf steht? Der schreibt ja auch, es ist wohl mehr ein verkapptes Burnout Online. Siehst du mal. Und Let's also, get rumble. wenn ich mir das so durchlese, muss ich ehrlich gestehen, wenn das Autotune und alles wegfällt, ist das für mich auch nicht wirklich ein Need for Speed. Na gut, aber Need for Speed war ja nie wirklich der Hauptaugenmerk auf Autotune. Das waren ja nur zwei, drei Teile, die es gehabt hat. Und Need for Speed gibt es schon seit wie vielen Jahren? 15? Ja, Länger, aber ich habe gut. hier noch ein altes Ding, was richtig Spielhallen-Flair hat. Also. Ja, wir haben auch des Öfteren noch Need for Speed 3 hier zu Hause über LAN gespielt und alles, Aber weil wenn es man einfach es. lustig war, weil keins der anderen in der Art diese Polizeiverfolgung hatte, zu dem Zeitpunkt, wo Das wir ist das gemacht richtig, haben. das stimmt. Ja. Das war auf jeden Fall lustig. Und sonst, also mir zumindest macht dieses Autotune und so und gucken. Und beziehungsweise dann auch feststellen, hier, ich bin auch wirklich schneller dadurch oder wenn ich einfach warte und mir das Zeug zusammensuche, das dann tune, dann kann ich die Leute sonst wohin schicken, ich gewinne trotzdem. Ja, dann darfst du aber kein Need for Speed, Hot Pursuit oder Most Wanted spielen, weil da ist das Aufmerksamkeit drauf nicht aufs Tuning, Deswegen habe ich die auch nicht. sondern wirklich darauf der Aufmerksamkeit vor den die Straßenrennen zu gewinnen und vor den Polizisten abzuhauen und zu schaffen, die ganzen Fallen und die Straßenblockaden und sonstiges umzugehen. Da ist wirklich der Aufmerksamkeit das Fahrkönnen zum meistern und nicht um irgendwie dein Auto zu tunen. Weil das Okay. Autotune, dann gehst du lieber hin und holst dir. Oh, jetzt muss ich mal glatt gucken, was das Ding heißt nochmal. Ja, Moment, einmal aufstehen. Das ist Vorbereitung. Pro Street, ja, da war's ja. So hieß der Name. Wie ist das? Need for Speed Pro Street. Das ist so ein Spiel, mehr oder weniger für. Ja, zum Motzen, zum Tunen, da kaufst du dir eine Scheißkarre und fängst sie dann hochzudrücken bis zum Abwinken. Underground war auch mit Tune, oder? Need for Ja, Speed genau, Underground. Underground 2 ist für mich bisher immer noch das Beste. Ist auch so. Ja. Und da musst du solche Spiele von Need for Speed. Also Need for Speed-Reihe, die deckt ja schon breitflächig alles ab. Das ist richtig. Aber wenn du wirklich was Fehlt nur Aufregendes noch spielen eine. möchtest, also wirklich, wo du dann auch manchmal sagst, den Controller in die Ecke schmeißt und sagst, ey Leute, geht mir nicht auf den Sack mit dem Teil, dann musst du solche Hot Pursuits oder Most Wanted spielen. Aber das Problem jetzt auch bei dem jetzigen Need for Speed ist, es ist wirklich ein Online-Titel geworden, weil der Singleplayer-Teil, da hast du wieder deine Gegner mit diesem Gummiband-Effekt, die sind quasi immer direkt hinter dir und das finde ich ein bisschen nervig. Also, du kannst fahren wie ein junger Gott, ja, wie Gott in Frankreich und trotzdem sind sie immer direkt hinter dir und machst einen Fehler, schon bist du nicht mehr Erster. Und Ja, das. mag zwar Gummieffekt sein, aber ich finde das dann doch schon, dass du dann noch mehr Ehrgeiz daran hast, noch sauberer zu fahren. Nee, das frustriert mich. Ich finde das frustrierend. Ich finde das unfassbar frustrierend. Habe ich schon erwähnt, dass ich das frustrierend finde? Du darfst dann keine Formel 1 2013 spielen. Mache ich auch nicht. Ich glaube, du würdest nur noch in die Tastatur oder in den Controller Nein, einbeißen. nein, nein. Ah, User joined your channel. Ah, Einen Stromski. wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich meine, Ja, willkommen. wir können ja ruhig ein bisschen länger machen, wenn wir das in der News mit Zeitangabe machen. Um Gottes Willen. Eben. Oh, wer hat da jetzt seine Wohnung renoviert? Haben wir das gehört? Sorry. Ja.
Ja, also was ich eben noch sagen wollte, also es fehlt eigentlich nur noch in der Need for Speed-Serie sowas wie Mario Kart. Aber das macht ja jetzt schon F1, ja. Wenn du Mario Kart spielen möchtest, aber auf schön mit tollen Autos, musst du Blur spielen. Ja, aber dann spielt jetzt auch keiner mehr. Ja, aber das Mario Kart in schön. In Aber HD-Grafik. wenn du Mario Kart in gut spielen willst, dann musst du Mario Kart spielen, weil Ja, kein ich. anderes Spiel kommt an Mario Kart ran. Das steht ja mal fest. Genau, ich Muss spiele das bis unbedingt heute sein? noch die Edition von Mario Kart 64, wo man auch rückwärts fahren kann. Mario Kart 64 fand ich furchtbar. Das hat mir nicht gefallen. Das ist das einzigste Mario Kart, was mir nicht gefallen hat. Echt? Da musst du Ja. Mario Kart auf einem 3DS spielen. Das ist Puh. ekelhaft. Das ist super. Das finde ich spitze. Das spiele ich hoch und runter, noch immer. Oh Mann, ich kann den kleinen Bildschirm nicht ab. Das ist Nee, so. Ich hab aber dicke Wurstfinger auf so einem kleinen Controller. auf das von Formel 1, also F1 da von Codemasters, bin ich auch gespannt, wie das dann ausfällt. Das werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Du meinst jetzt Formel 1 Racer? Nee, Racestar. Oder Raystar? Ja, Ist Entschuldigung, das, glaube ist ich, ja ja. gut. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr lustig vor. Weil, wie viele von diesen Titeln gibt es für PC? Blur und sonst? Die Formel 1 Lizenzspiel, Formel 1. Nee, ich meine im Nee, Sinne so von Mario Kart. Fundraiser, so Ja. Fun Also, Racer. Funrace für Formel 1. gab es in den 90ern welche, aber sonst? Das ist schon länger her, ja. Ja, viel gibt's da wirklich nicht, das ist schon richtig. Da muss man schon überlegen. Ja. Jörg, der wird das jetzt wahrscheinlich jetzt richtig auch raushauen ohne Ende, aber. Na gut, was war da noch? Dann war jetzt noch Medal of Medal Honor of war noch. Honor. Ja, Medal of Honor. Lang ersehnt und dann verschmäht. Hast du es schon gespielt? Ja, und ich wollte eigentlich auch ein Let's Play darüber machen, aber nachdem ich dann gemerkt habe, hey, du brauchst mindestens 16 GB RAM, um das überhaupt aufnehmen zu können, habe ich gesagt, Juhu. leck mich, dann doch lieber nicht, nee. Also, es ist eine Grafiksau, das Spiel. Eine absolute Grafiksau, wenn man es auf Ultra spielt. Aber es sieht nicht so gut aus wie Battlefield, muss ich noch dazu sagen. Es ist kein Battlefield. Also Aber wirklich, vergleicht kein Medal of Honor mit Battlefield. es hat die gleiche Grafikengine, also kann man es vergleichen. Theoretisch Ja, ja. theoretisch ja, theoretisch nein. Medal of Honor ist dreckig. Battlefield ist zu, finde ich, zu clean. Ja, doch. vom Aufmacher her. Aber irgendwie, wenn du Metal vorne, dann ist es unsauber programmiert, da muss ich es so sagen. Das ist wirklich unsauber programmiert, wenn es dieselbe Engine hat. Das kann ich nämlich jetzt nicht bestätigen. Aber wenn es unsauber programmiert ist, dann kann ich das leider nicht nachvollziehen, warum sie es dann gemacht haben. Grafik ist es wirklich wunderschön. Auch von den Effekten her, die ersten Minuten, ich spoiler ja nicht, das hat man ja auch schon überall gesehen. Du bist da mit deinen Zielkollegen aus dem Wasser, machst einen lautlosen Kopfschuss über eine Wache, rennst um die Ecke, haust ein Bombenpaket am LKW und jagst deinen halben Hafen in die Luft. Das sieht richtig geil aus. Aber das klingt für mich jetzt schon wieder total, ich Nach sage es ja nur Battlefield. ungern, nach Call of Duty. Da muss ich wieder sagen, Call of Duty hat die bessere Story. Das gibt es. Nein, das glaube ich dir jetzt nicht. Ja, doch. Call of Duty hat die bessere Story als Medal of Honor. Ja, Die genau. Medal of Honor Story war schön erzählt und will auch erzählt sein, aber es ist nicht konsequent umgesetzt worden. Da ist Call of Duty wieder besser gewesen in der Storyline. Okay, da kann man Kurzer noch. Zwischeneinwurf. Ja. Also, Janno, du hast recht, Medal of Honor Warfighter verwendet auch die Frostbite Engine 2. Richtig, ja. Ja, guck mal. Frostbite 2 Engine, so rum. Nur, dass man bei Medal of Honor nichts kaputt schießen kann. Das kannst du bei Battlefield allerdings wieder. Ich Deswegen dachte, das verstehe ich ist auch nicht. Part der Engine. Ja, das habe ich auch gedacht, aber das sind Ja, bei. haben sie deaktiviert. Ja, scheint Ja, so. man muss das so erklären, warum die das deaktiviert haben. Die jagen sowieso schon alles in die Luft. Da musst du nicht noch mehr kaputt schießen. Ja, vom Skript her, aber das ist bei Battlefield nicht im Skript, dass du da alles kaputt schießen kannst. Das ist Teil der Engine. Deswegen sage ich, also, wenn man jetzt ein gutes Multiplayer-Spiel spielen möchte, dann natürlich geht man auf Battlefield. Und wenn man eine schöne Richtig. Story haben möchte, wo der Held noch ein Held ist und wo man sich noch als Supersoldat vorstellen kann, dann spielt man ein Call of Duty.
Wir haben was Realistisches, was von Soldaten wie SEALs, den besten Navies und was weiß ich von Soldaten aus der ganzen Welt mitprogrammiert worden ist, dann Dann steht spielt man. man Arma 2. Ich merke schon, ich bin auf verlorenen Posten hier. Nee, ich. Wir stellen fest, Metal of Honor ist wirklich nicht das, was es eigentlich sein sollte. Es hat so viel Potenzial, also wirklich von vorne bis hinten so viel Potenzial. Man versucht es schön zu reden, es funktioniert nicht. Man findet immer bessere Sachen. Immer, wo man sagt, das ist besser, warum haben sie das nicht gemacht oder das nicht gemacht? Es funktioniert nicht. Zumal die ja auch schon diesen Genre-Primus Battlefield 3 also unter gleicher Flagge noch vermarkten. Darum verstehe ich nicht, warum sie denn so eine alte Spielemarke wie Medal of Honor so verkacken können. Das ist traurig eigentlich. Ja. Der Zweite Weltkrieg Teil von Medal of Honor, den habe ich gespielt. Das hat richtig Spaß gehabt. Das ist so ein richtig dickes Paket. Ich weiß gar nicht, wie der Zusatzname war. War ein richtig schönes Spiel. Richtig geile Story, Zweiter Weltkriegsstil. Jetzt das in die Neuzeit zu bringen, es hat nicht funktioniert. Ganz ehrlich. Nee, Es leider. hat eine schöne Grafik, außer Frage. Sieht super schön aus. So wie man sich ein Kriegsspiel vorstellt. Dreckig, mysteriös, dunkel und es macht Spaß irgendwo, aber. Es ist wie gewollt, aber Auch nicht nicht. konsequent zu Ende gedacht. Ja, Muss stimme man. ich dir ausnahmsweise mal zu. Juhu, endlich! Oh mein Gott, der Kalender, wo ist das? Ja, hört mir zu. Wow. Das schreibe ich jetzt in Facebook rein. Aber bitte die Uhrzeit dazu. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ach ja, 21:46 Uhr. Oh, cool. So, ich würde mal sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Neuzugang in dem Genau. Sinne zu Zum Stromski. Stromski. Erzähl mal, Genau. was du so gemacht hast. Oder Stromski, wie er auch manchmal liebevoll genannt wird. Ich sag immer Stromski, wenn dann, ja? Manchmal auch Stromski. Echt? Nee. Ja. Auch Nee. Strumpfski. Stromski. Naja, ist ja auch Wurst. Zu Stromski. Zu Genau. Stroh. So, das ist schon mal richtig. Was ist denn mit mir? Ja, erzähl mal, was du Was hast du so in gemacht? letzter Zeit gemacht hast und was du planst, Also, demnächst zu machen. ich habe gestern Halloween gefeiert. War sehr schön. Willkommen im Club, ich habe jetzt noch Kopfschmerzen. Also, was bei mir Neues ist momentan Commander Zod. Das ist ein. Habe ich letztes Mal schon erzählt. Das ist ein Ja. Kultklassiker von 1996, glaube ich. Lohnt sich mal reinzuschauen. Was demnächst kommt, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht Harry Potter. So ein bisschen oldschool. Einfach mal irgendwas Neues. Okay. Das war es Bisschen jetzt so oldschool, für. eben halt mal was Neues. Das ist ja schön. Nein, ich meine eine neue Sparte, also. Achso, okay. Ja, aber in das Set habe ich auf jeden Fall schon reingeguckt. Das war auf jeden Fall sehr amüsant. Hätte ich nicht gedacht. Ist ein Ich super Spiel. hab mich sofort wieder in alte Zeiten zurückversetzt gefühlt, als ich 16 war. Gott, das ist schon mein halbes Leben. Furchtbar. Gott, ich Jetzt bin sind so alle am alt. Rechnen, wenn 16 sein halbes Leben war, dann ist er jetzt. Genauso alt, wie sein Nickname es hergibt. Genau. Hä? Sehr schön. 48? Nee, warte, was? Ich bin Ja. alt, das reicht. Völlig So. verrechnet. Nee, ja, also das ist so deine Planung. Also wahrscheinlich Harry Potter. Ja, genau. Wobei ich da ehrlich gestehen muss, also als das rauskam, ging es bei mir nicht wirklich. Bei mir war immer ein Grafikbug drin, weil Dumbledore hatte bei mir immer eine Sonnenbrille auf. So schön. Die Ja, das Sonnenbrille wurde, kann auch so ein die Easter Egg Brille, sein. ja, die Brille wurde nicht richtig dargestellt. Du, das ist Gabba, Dumbledore, ja? Was denn überhaupt für ein Harry Potter? Für ein Teil? Den ersten natürlich. Ich fange Ah. immer ganz vorne an. Also. Ja, und ich hoffe, du hörst bei, was war das? Ich hoffe, du hörst bei 5 auf. Oder war es 6? Also, ob ich jetzt alle durchspiele, das kann ich noch nicht sagen. Okay, weil, also den, wo man noch diese ganzen Tränke und sowas mixen konnte, den fand ich noch sehr lustig. Ich glaube, das war 6. Aber wenn ich mir 7 auch nur die Vorschau angeguckt habe, dachte ich so, nein. War nicht jeder Teil irgendwie Lizenzquatsch? Ja, schon, aber die ersten beiden fand ich noch sehr schön, weil sie eben nicht
sag ich mal, auf dem Film basiert haben, sondern auch irgendwie auf den Büchern. Weil, oder zumindest konnten sie damals die Gesichter noch gar nicht so gut darstellen, dass man eher den Eindruck hatte, es basiert einfach auf dem Buch. Und es war auch damals mehr so dieses Jump-and-Run-mäßige, Aber wenn ich ich mich finde, richtig erinnere. man kann kaum erkennen, ob es auf dem Buch oder dem Film basiert, weil eigentlich ist es ein Spiel und es gibt nur ein paar Schlüsselszenen, die wirklich im Film oder im Buch vorkommen. Also der rote Faden quasi. Und alles drumherum ist ja eher so ein bisschen erkunden und ja, so ein Genau. bisschen Nebenstorys. Fand ich Ja. eigentlich sehr amüsant. So lange ist es, dass ich das gespielt habe, mindestens Was 10 Jahre. auch sehr amüsant ist, die je älter die Spielserie wurde, umso länger die Laufwege. Also ursprünglich hat man irgendwie so das halbe Schloss irgendwie erkunden können. Zum Schluss konnte man dann im sechsten, weil der siebte war ja noch Ballerei gegen die ganzen Gegner, im sechsten konnte man dann das komplette Schloss erkunden und Das ist cool. von A nach B zu laufen, kann dann schon auch mal echte 5 Minuten dauern. Aber Oder noch länger. sowas finde ich schlimm, wenn man so irgendwie die Spielzeit strecken will, weil das Spiel sonst nur 3 Stunden dauert. Ja, eben. Ach, wir haben ja ein Riesenschloss, da können wir doch von A nach B. Ach, guck mal, das Spiel braucht ja 20 Stunden, bis man es gespielt hat. Naja. Wenn es überhaupt so viele waren. Aber ja gut, das ist auf jeden Fall eine coole Idee mit Harry Potter. Und ja, was haben wir noch? Was noch passiert ist diese Woche? Ich glaube, das ist an keinem vorbeigegangen, außer an denen, die vielleicht von wann war das? Sonntag bis heute gepennt haben oder so. An denen ist Genau. vielleicht vorbeigegangen, Angry Birds aber Star Wars kommt raus. Mit Star Wars hat es zumindest schon mal zu tun, genau. Also Star Wars wurde an Disney verkauft. Und ganzes Lucasfilm wurde an Disney verkauft. Das ja. heißt nicht nur Star Wars, sondern auch Ja, meine genau. Lieblingsfilmserie wurde an Disney verkauft. Indie. Indiana Jones. Ja, ich habe sogar eine Zahl, wie viel sie dafür gezahlt haben. F 4 Milliarden. Nicht Und viel. 4 Milliarden und genau, ich wollte auch sagen, 4 Milliarden, muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich als irgendwie sehr wenig empfunden. Genau, weil wenn man überlegt, 2006 hat Disney den Animationsstudio Pixar aufgekauft für 7,4 Milliarden. 2006 erst? Ja, 2006. Ich habe gerade so ein paar Daten hier offen. Aber die haben doch 98 und vorher schon, die haben doch Toy Story und alles schon gemacht. Ja, aber Da 2006 waren die immer haben nur sie den Publisher ersten. oder was? Genau, die waren nur Ach so. Publisher. Okay. Und jetzt kommt der Hammer. Diese Firma Marvel, die Comicfirma, die wurde auch 2009 aufgekauft von Disney und hat schlage 4,3 Milliarden gebracht. Und deswegen ist es noch verwunderlicher, dass dann so eine dicke Marke wie Star Wars oder eher gesagt wie Lucas schlappe 4 Milliarden noch bringt. Das ist doch eigentlich, der müsste Na, doch eigentlich in der Ecke sitzen und so, ich habe keine Lust mehr. ich sag mal so, Marvel ist ja schon, das geht ja schon wirklich ewig. Also Marvel gibt es ja nun wirklich schon ewig. Da kann ich einen hohen Preis ja an sich verstehen. Ja. Bei Pixar bin ich mir da so nicht ganz schlüssig. Ich meine, die bringen wirklich innovative Filme raus, aber sind jetzt nicht so eine Kultstreifen wie zum Beispiel Indiana Jones oder Star Wars. Darum wundert es mich auch wirklich, dass das wirklich quasi für so einen Schnäppchenpreis, könnte man ja schon fast sagen, da verhökert worden ist. Ja, also ich hatte mit 6 bis 10 eher gerechnet als mit 4. Mindestens. Ich meine, da kommt ja nicht, es ist ja nicht nur Star Wars und nicht nur Indiana Jones, da kommt ja auch noch dieses Industrial Light and Magic ist da ja auch noch mit bei. Das ist ja im Grunde Genau. die Special-Effekt-Firma schlechthin. Jetzt Neben neben Weta Vita, genau. Studios. Aber Industrial Light and Magic gibt es auch schon seit dem Ende der 70er Jahre und das soll schon mal was heißen. Das Und war quasi immer der Benchmark in Sachen Spezialeffekte. genau, Genau. und die anderen, wie hieß Skywalker Sound. THX, ja. Skywalker Und Sound und LucasArts. LucasArts, richtig, ist auch noch Genau. dabei. Das heißt auf gut Deutsch, Star Wars The Old Republic gehört ab sofort Walt Disney. Und EA. Und EA. Ja, Star Wars The Old Republic, wobei ich da ehrlich gesagt, also wenn ich mir das Konzept, wie sie es jetzt vorhaben, angucke, dann weiß ich,
frühestens in einem halben Jahr, spätestens in einem Jahr ist das Spiel beendet. Wir wollen nicht drüber diskutieren. Du reißt hier alte Wunden auf. Lass es sein. Weil sie nichts einnehmen werden. Ja. Nee. Aber das hat man ja dann schon kommen sehen, im Grunde. Ich meine, es war ja schon quasi fast eine Totgeburt, als es wegen irgendwie 15 Euro monatliche Gebühr. Ich meine, das macht World of Warcraft auch noch, aber World of Warcraft ist halt World of Warcraft. Nein, Star Wars Open Flagge hat 12 Euro gekostet. Genauso naja. Wie World of Warcraft. 15 Euro, das war hier Secret World. Secret World war das. Stimmt, so. Ja, hab ich auch kurz gespielt. Aber ich meine, World of Warcraft ist trotzdem World of Warcraft. Die können sich das leisten. Star Wars Old Republic war neu auf dem Markt und da noch mit monatlichen Gebühren zu kommen, war einfach der Genickbruch. Schlechthin. Ja, versuchen hätten sie das trotzdem dürfen, ja? Sie hätten von Anfang an eigentlich mit dem Konzept von Herr der Ringe durchstarten müssen. Nicht nur, weil ich Herr der Ringe-Fan bin, sondern also ich höre das auch von vielen anderen, die das nicht spielen, die sagen, an sich ist das beste Konzept. Ich finde persönlich, ja, da wird mir Stromski wahrscheinlich widersprechen, finde, dass Guild Wars 2 das absolut perfekte Konzept ist. Ja. Ich bin zwar nicht Stromski, aber ich gebe auch recht, ja. Nein, ich gebe dir Unrecht. Genau, er soll ja widersprechen. Ja. Guild Wars 2 hast du absolut null Motivation, irgendwas im Shop zu kaufen, weil du dir das meiste einfach so farmen kannst, bzw. diese Shop-Punkte relativ leicht zu erfahren sind mit Gold. Und ganz ehrlich, da gibt es eigentlich relativ wenig Interessantes. Auch an, bei Herr der Ringe gibt es ja zum Beispiel neue, schöne Mounts oder sowas. Bei Guild Wars hast du maximal ein paar Pets, die meiner Meinung nach auch nicht besonders schön sind. Also da gibt es jetzt nichts, wo du sagst, das will ich unbedingt haben. Aber nicht, kommt vielleicht noch. Das hast du bei Herr der Ringe Online hast du das auch. Du kannst dir die ganzen Shop-Punkte erspielen. Warum ist das Konzept also schlecht? Weil du es dir anders erspielst. Ja. Bei Herr der Ringe investierst du entweder Zeit oder Geld. Und Zeit dann wirklich massig. Weil du, das Konzept ist ja eigentlich, du kannst die ersten drei Gebiete oder mittlerweile vier Gebiete kostenfrei spielen und die komplette Buchserie, also den roten Faden des Spiels. Und alle anderen Gebiete musst du dir kaufen oder eben erspielen. Das kannst du in der Art machen, dass du eben alle Buch der Taten, was eben größtenteils Grinding ist, wie töte 200 Wölfe und sowas, und alle Aufgaben in den Gebieten machst, dann hast du genug Punkte zusammen, genug Shop-Punkte zusammen, um dir das nächste Gebiet zu kaufen. Wenn du da genau das gleiche auch wieder gemacht hast, hast du genug zusammen fürs nächste. Aber wer hält das durch? Ja, jetzt muss ich das mal so festhalten. Das müsst ihr nämlich mal mit berücksichtigen. In Herr der Ringe ist das Aufmerksamkeit auf Questen, Storyline und im Moment auch ein bisschen auf die Instanzen. Guild Wars ist Aufmerksamkeit auf das PvP-Geschehen. Um das PvP-Geschehen wird ein riesengroßer Berg gebaut und da ist das Questen, das Storyline, ist sozusagen der Side-Faden, der da mitläuft. Das sehe ich jetzt wieder nicht ganz so. So ist das Konzept von Guild Wars aber. Das mag ja vielleicht mal so gewesen sein, aber das ist jetzt nicht mehr so drastisch, wie das vielleicht mal bei Guild Wars 1 gewesen ist. Ja, aber du hast bei Guild Wars kein Endcontent. Der Endcontent ist basiert dort auf PvP. Und da wird ein Riesen. Wenn du das richtig beobachtet hast in letzter Zeit, hast du gesehen, dass jetzt auch der bezahlbare PvP-Bereich stattfindet demnächst. Den du dir entweder durch andere PvPs erspielen kannst oder dafür Geld zahlen kannst. Wie man sieht, ist da auch wieder Richtung PvP. Klar, es hat eine gute Story, es hat auch eine Storyline, seine eigene Story und so. Ja, aber der PvP... Es gibt kein Endcontent. Das PvP bzw. das PvMP bei Herr der Ringe ist ja auch bezahlt. Du musst ja Premium-Kunde sein. Aber in Herr der Ringe spielt kaum jemand das PvP. Ach, ich kenne genug. Die spielen aber alle auf Monster-Seite, weil sie dann endlich Monster spielen können. Ja, aber trotzdem spielt es kaum jemand. Und bei Herr der Ringe ist es wirklich die Hauptstory um Tolkiens Herr der Ringe und nicht um PvP. Ja. Und nicht... Und bei Guild Wars ist das Aufmerksamkeit Welten gegen Welten, Gilden gegen Gilden und halt das normale PvP. Aber das Gilden gegen Gilden gibt's gar nicht mehr, oder? Nee. Teil 1. Ja, dann ist Welten gegen Welten. aber deswegen diese Aufmerksamkeit ist trotzdem viel auf dieses PvP. Deswegen ist der Name Guild Wars 2 auch völlig Banane. Realm Wars, juhu. So. Ja. The Guildless War. Das wäre cool gewesen.
konnten sie vielleicht in Korea nicht aussprechen und deswegen haben sie gesagt. Das kann sein. Darf ich kurz was einwerfen? Ich lese gerade, George Lucas verschenkt sein komplettes Geld, was er für das bekommen hat, für Star Wars. Aha, ja, er verschenkt fast die kompletten 4 Milliarden. Er verschenkt es nicht, er spendet es. Ja, meine ich ja. Das ist genau, noch spendet es an Wohltätigkeits... Ja, ich wollte es ja nicht sagen, aber ich kriege davon 1 Milliarde. ja. Du hättest warten müssen, bis der Satz fällt, er spendet es an... was, herrenlose Kinder? Nee, warte, wie heißt das? Na, wie dem auch sei, etwas vom Thema abgekommen. Was haltet ihr überhaupt davon, dass das an Disney verkauft worden ist? Kommen wir mal wieder aufs Thema zurück. Also ich muss sagen, ich denke, es ging allen anderen auch nicht anders. Ich war erstmal geschockt. Ich hatte ein riesengroßes WTF über mir stehen. Und dann habe ich erst gedacht, das wird doch nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, es gab die Marvel-Filme, die jetzt wohl zuletzt sehr gut waren. Und es Fluch der Karibik haben die ja auch bei Disney mitgemacht. Bis auf den letzten Teil, der war schon. Ja, das ist aber, Geschmackssache. Genau. Das war nicht die Originalstimme mehr. Doch, das war die Originalstimme von Jack, wie hieß er? Es war der Original-Synchronsprecher, der eigentlich immer den Jack, den Schauspieler, gecastet hat. Oder und der hat das, der hat das besser gemacht als das Original, finde ich. Also nicht als Johnny Depp, sondern als der Original-Synchronsprecher aus den ersten drei Teilen. Fand ich nicht, aber egal. Wir kommen das war halt Gewöhnungssache. Aber gut, auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass ich der Meinung bin zurzeit, dass ich erstmal abwarte. Ich will jetzt erstmal abwarten, wie viel sie jetzt dann wirklich bringen, wenn sie jetzt sagen, okay, im Januar kommt direkt ein neues Star Wars-Spiel oder ähnliches. Okay, mal gucken. Beziehungsweise das, was geplant ist, wie jetzt das Star Wars 1313, das kommt trotzdem. Und dann bin ich halt gespannt auf den 7. Film. Wobei es da ja wohl nicht auf irgendwelchen bisher erschienenen Büchern, Comics oder ähnlichem sein soll, sondern auf einem komplett neuen Drehbuch, was wohl schon einige Jahre beim George zu Hause rumliegt. Ja. Und hier direkt zu dem Film hinweg. Disney kündigt jetzt momentan schon an, dass der 7. Episode des Kultreiter Star Wars werden 2015 auf der Leinwand kommen soll. Also ja, genau. Schon in drei Jahren. Drei Jahren. Und dann muss. Das wird natürlich dann ein tolles Kinojahr. Da kommt immerhin Avengers 2. Das ist auch für 2015 angekündigt. Auch 2015. Und noch irgendein anderer großer Blockbuster, den ich aber gerade vergessen habe. Und Bockwurstbuster. Und die 7. Episode von Star Wars. Ich denke mal, die meisten werden da einpacken können, wenn der nächste ist. Obwohl, nach den letzten 3 Star Wars Filmen weiß ich nicht, ob das noch so zieht. Star kommt Wars als Film. Abwarten. Es kommt halt drauf an. Also, ich muss den Leuten recht geben, die sagen, es kann funktionieren, weil Star Wars ein riesengroßes Universum ist. Und nur weil Episode 1 bis 6 eben mit sich um die Familie Skywalker gedreht hat, heißt das ja nicht, dass der 7. es auch tun muss. Ja. Sondern es kann ja ein komplett neuer Held, komplett neue Handlungen kommen. Nur es wäre halt irgendwie Banane, wenn es das gleiche Schicksal ist, wie es Luke damals getroffen hat. Sprich, es ist ein anders benannter Held, der von einer Farm flieht, um sein Leben klar zu kriegen und endlich mal was zu erleben. Das wäre irgendwie blöd. Dann wäre das ja quasi wie Risen. Für Gothic, ja. Ne? Ich denke mal, den meisten ist es scheißegal, was das für eine Story ist. Hauptsache, es ist nicht so CGI-beladen wie die letzten 3 Teile. Also ich spreche jetzt nicht von mir, ich denke mal, es wird so allgemein so sein. Nicht so CGI-beladen wie die letzten Teile, nicht so kindlich wie die alten Teile, insbesondere Teil Episode 1 mit Jar Jar Binks. Ja, der war sogar ab 6. Ja. Und ich denke mal, jetzt denken halt auch die meisten, scheißegal, was das für eine Story ist, wir wissen, George Lucas schreibt nicht mehr das Drehbuch und führt nicht mehr Regie, also kann es nur noch besser werden. Doch, das Drehbuch hat er ja geschrieben. Er hat die Idee. Nee, die 3D-Bücher liegen doch vor. Ja, die 3D-Bücher habe ich auch gelesen.
Also ich habe gelesen von irgendwie einem vor weiß nicht, letzten Monat irgendwie hat der angeblich, also hat zumindest Mark Hamill, aka Luke Skywalker, erzählt, dass er mit ihm Mittag gegessen hat im letzten Monat und dass da auch schon irgendwie Pläne gewesen sind zur neuen Episode. Und da hieß, er hätte quasi die Konzepte zu den Filmen schon in der Dann hat er Schublade sich quasi. beeilt. Da hat er sich ja. Nee, aber ich habe ein Interview gesehen mit jetzt hier der ausführenden Produzentin George Lucas und irgend so einem Schnassel von Disney. Und die haben auch gesagt, das Drehbuch wird jetzt demnächst denn geschrieben werden. Erstmal werden Ideen besprochen und dann wird das Drehbuch geschrieben. Also heißt es, das Konzept ist da, aber die Drehbücher eben noch nicht. Okay, also die Geschichte, um die es gehen soll, steht für alle drei Filme fest, Ja. nur wie das Ganze umgesetzt wird. Okay, ich habe hier noch ein Ding gefunden von, wie heißt der, E hoch 2 oder was ist das? Online oder so, der wohl bekannter Insider sein soll, der schrieb: Vergesst die Star Wars Romane, vergesst die Comics, vergesst alles, was ihr über Luke Skywalkers Geschichte wisst. Nach meinen Quellen zufolge wird Episode 7 nichts mit dem zu tun haben, das ihr jemals über das Star Wars Universe gelesen oder gesehen habt. Aber wer traut bitte ominösen Quellen? Ein Ja. Freund eines Freundes, dessen Freund hat gesagt. Du hast Hat die Mutter und gehört. die Tochter vergessen. Ja. Nee, also da gebe ich nicht so viel drauf. Nee, aber ne, das wollte ich nur eingeschmissen haben. Von daher mal gucken. Keiner weiß wirklich, was da kommt. Und ja, es ist genauso, so ging es mir ehrlich gesagt auch bei den Harry Potter-Filmen, wo viele Bücherfans gesagt haben: Mö, das ist aber nicht so, wie es in den Büchern war und pipapo und bla bla bla. Wo ich aber sagen muss, sie haben eng mit J.K. Rowling zusammengearbeitet und wenn die das abgesegnet hat, warum nicht? Ja. Ich denke mal, viele befürchten ja jetzt auch hier, dass mit Star Wars das total in die Kindersparte geht, weil Disney, Mickey Mouse und jetzt Star Wars von Disney, das kann ja nur noch Wir retten die Prinzessin werden. Aber. Da habe ich auch ein Bild gesehen, wo die Disney-Prinzessinnen irgendwie aufgestellt waren von Schneewittchen und was weiß ich, wie die alle heißen. Und vorne in der Mitte die neue Prinzessin Leia. Aber ich glaube, das wird nicht so schlimm, wie viele behaupten. Ich meine, wenn man sich Nee. mal so die ersten, na sagen wir mal, Fluch der Karibik 2 und 3 anguckt. Und Teil 3 war schon recht finster, möchte ich sagen. Teilweise auch schon mit gewissen Härten. Also ich glaube, dass da schon aus Star Wars wieder das, na, das alte Gefühl sicherlich nicht, aber schon eins, was relativ nah kommt, dass das Ja. wieder kommen könnte. Ich meine, wenn es jetzt nicht George Lucas macht und einer, der auf Star Wars wirklich steht und der könnte, schätze ich mal, denn wirklich was richtig Cooles draus machen. Ja, Was auf jeden ich. Fall kommt frischer Wind. Ja. Ich mache mir halt bloß Sorgen um Indiana Jones. Dass das jetzt irgendwie auf Halde gelegt wird, um erstmal drei weitere Star Wars-Filme zu machen. Ja gut, was sollte denn da kommen? Ja, Da bin ich nicht so auf dem Laufenden. kein Harrison Ford mehr eventuell, ein komplettes Reboot der Reihe und ein Indiana Jones ohne Harrison Ford, das ist, weiß nicht, wie Kaffee, der nicht schwarz ist. Mein Hallo, Lieblingsschauspieler. überleg doch mal bitte, wie alt Harrison Ford ist mittlerweile, ha? Alter, der macht immer noch seinen Stunt selber. Das mach du mal mit 90. Mit 90, ja. Mit Krücke, Nein, yay. ich finde, der hat sich in Indiana Jones 4, also im letzten, den ja fast alle hassen, aber den ich immer noch sehr unterhaltsam finde, der hat sich da noch sehr, 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 sehr gut geschlagen. Okay. Finde ich. Ja, also keine Ahnung. Sie können ja auch theoretisch, wenn sie denn irgendwann mal auf diese Technik gehen, dass der Computer so echt aussieht, dass man denkt, hier, der hat das Ich wirklich so gespielt, glaube können sie nicht. theoretisch auch ihn noch wie Gollum irgendwie einscannen und dann ihn darauf setzen und Nein, dann nein, 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 spricht er nein. das nur noch. Nein, nein, das geht nicht. Das ist unmöglich. Nee, das merkst du auch schon. Ich denke mal, die kriegen das nie wirklich richtig hin, dass mal irgendwann die richtig guten Menschen simulieren können in dem Sinne.
Ich meine, bei Gollum mag das ja einigermaßen funktionieren, da der nicht wirklich menschlich aussieht. Aber wenn du jetzt wirklich einen richtigen Menschen dahinstellst, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Ach, ich habe schon genug Filme gesehen. Ich habe schon genug Filme gesehen, wo das funktioniert. Ja, oder bei Spielen. Also oder wenn ich mich an das Intro von Crysis erinnere, da habe ich vom Rechner gesessen und dachte, krass, was mittlerweile schon möglich ist. Ja, im Spielesektor vielleicht, ja. Das mag angehen. Im Spielesektor ja, aber. Aber guck dir doch einfach mal jetzt das, was auf der PS3 demnächst rauskommen soll, hier Beyond Soul. Hast du dir da mal angeguckt, wie die Technik dahinter sitzt? Das sind echte Schauspieler, die per Motion Capture. Ich will Geld verdienen, merkt man das? jedenfalls, was man da schon gesehen hat, also die Technik ist da, die Umsetzung davon auch, weil jeder, der das gesehen hat, diese Filme, diese Trailers davon, das sieht einfach nur geil aus. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich kann mir auch ganze Filme damit also vorstellen. Und Square Enix hat es mit gezeigt, mit den Final Fantasy-Filmen. Ja, aber die wirkten doch sehr künstlich. Ja, aber überleg doch mal, welchen Zeitalter die waren. Naja, also mich hat es nicht beeindruckt damals. Ich dachte, mich beeindruckt es mehr, aber mich hat es nicht so richtig weggeflasht, wie man so schön sagt, wie es hätte sein sollen, denke ich mal. Ich gebe dem Ganzen noch 3-4 Jahre, dann haben wir solche Filme. Ja, aber das stimmt schon. Beyond Two Souls sah schon recht beeindruckend aus. Da muss ich recht geben. Ja, ist aber trotzdem PS3 Only. Theoretisch ja, Avatar war ja auch nichts anderes. Ja, aber bei Avatar hast du noch den 3D-Effekt gehabt und der war überragend in dem Film. Ja gut, heutzutage, welcher Film kommt noch ins Kino ohne 3D? Dark Knight Rises. Der hatte kein 3D. Oder, warte mal, Punkt. Welcher gute Film? Nein, Quatsch. Nee, 3D wird sich, denke ich mal, auch in 2-3 Jahren wieder totgelaufen haben. Meinst du? So wie ja. Free-to-Play jetzt langsam auch wieder anfangen zu brotzeln. Ja. Dann kommt 4D. Gibt es ja schon teilweise in Kinos. 4D findest du in den ganzen Freizeitparks. Mhm. Wo dir Wasser ins Gesicht gespritzt wird und so ein Kram, ne? Ja. Das ist aber echt witzig. Ja. Gut, die Filme sind meistens nicht so lang, aber... Genau, immerhin. Also es ist 3D-Technik mit, du kriegst Wasser ins Gesicht. Und die Sitze wackeln ab und zu. Genau. Nee, es war ja dieses 4D, es war ja das erstmal der 3D-Effekt und dann konntest du ja auch noch die Gerüche wahrnehmen, was sicherlich in einigen Stellen ziemlich unangenehm werden könnte. Es gab ja damals auch bei Leisure Suit Larry 7, wer das mal vielleicht gespielt hat, gab es ja so eine Scratch-and-Sniff-Karte. Ja? Da wurde dir im Spiel ein Feld angezeigt, was du freirubbeln musstest. Ein farbiges Feld. Ja, und dann gab es auch das braune Feld, aber da gehe ich ja mal jetzt nicht näher drauf ein. Und dann hast du gerubbelt, dran gerochen und dann hast du quasi das gerochen, was der Hauptprotagonist im Spiel denn riechen konnte. Oh Gott, Geruchfernsehen ist ja immer das, was alle träumen, ne? Aber nein, danke. Ich muss es nicht kommt haben. Auf den Film drauf an, also. Ich will noch nicht mal eine Kochsendung im Geruchfernsehen haben, dann kriege ich nur wieder Hunger. Ich möcht nicht wissen, was dann erst entstehen würde, wenn man aus Episode 4 bei Star Wars diese Presse da riechen könnte. Die Müllpresse. Ich möchte nicht wissen, was man riechen würde, wenn man beim RTL das Dschungelcamp guckt. Ich möchte nicht wissen, wie es riecht, überhaupt Fernsehen gucken bei RTL 2 und so. Ja gut, Dschungelcamp kommt ja wieder. Ja, macht ja jetzt dann Daniel, wie heißt der? Hartwig. Hartwig, genau. Hartwig kommt. Aber es wäre auch der einzige gewesen, dem ich das zugetraut hätte. Aber es ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe gehofft, dass dieser Format endlich abgeschafft wird. Der wird niemals abgeschafft. Das hat eine Mordseinschaltquote. Aha. Ist ja auch sehr lustig. Keine Ahnung. Ich guck seit einem Jahr kein Fernsehen mehr. Du hast dann auch nicht viel verpasst. Du siehst dann nämlich nur, wie C-Prominente, Maden und sonstige Artgewürme. Das ist ja gerade das Lustige daran. Das ist echt witzig, ja. Weil die immer denken, sie sind schon A-Prominente, obwohl sie C-Prominente sind und dann kriegen die mal richtig eins reingewirkt.
Ihr vergesst, dass die da gut für bezahlt werden, ne? Ja, gut. Aber trotzdem. Aber nur der Gewinner, soweit ich weiß. Beziehungsweise es kommt halt darauf an, wann du rausfliegst, dann Betrag kriegst du dann. Die kriegen alle ihre Honorars dafür, sonst würden die den Quatsch nämlich nicht mitmachen. Ja, und es ist kostenlose Werbung für die. Ja. In gewissem Maße. Der Gewinner kriegt nur ein bisschen mehr. Ich glaube, du kriegst es, wenn du nicht abbrichst. Also wenn du rausgekickt wirst oder gewinnst. Ja, dieses komische Busen-Sex-Model, bla, blub, tralala, die jetzt gut im Fernsehen ist, für sie hat es funktioniert anscheinend. Dass ihre Brüste da im Fernsehen umgezeigt worden sind. Aber darf ich mal ein anderes Thema denken, was mir gerade auffällt? Habt ihr schon das neue YouTube-Design gesehen? Nein. Dieses neue Google-Design, das ich jetzt mittlerweile habe. Das ist schrecklich. Ja, ich will das alte. Ich sehe immer noch das alte. Sei froh. Welches neue YouTube-Design? Was meinst du jetzt speziell? Das YouTube sieht komplett anders aus. Also, wenn man auf die Startseite geht und die ganzen Optionen. Auch die Kanäle sehen leicht anders aus, oder? Wenn du einen Google-Account hast, also einen echten Google-Account mit google.mail.com-Geschichte, ja, und den verifiziert hast mit YouTube, wird ab sofort dein YouTube in Google Plus Design angezeigt. Ja. Echt? Du kriegst deinen normalen Kanal nur noch auf Umwegen gezeigt. Du kannst es nicht mal umstellen, damit du das wie früher siehst. Du bist verpflichtet. Hab ich nicht das Problem. Das sei glücklich. Ich auch nicht. Seid glücklich. Ich hab mich doof und dämlich gesucht nach dem Schalter, ich will es wieder alt haben. Ich krieg's nicht mehr. Ich hab das vielleicht so. Vielleicht ist das nur bei Leuten, die nicht YouTube-Partner sind. Ich bin doch einer. Ach ja, das ist ganz, ja eben. Ich bin ja Little-Partner. Das ist aber noch ganz neu, deswegen denke ich mir, dass das bei dir noch kommt. Freue mich drauf. Dann, vielleicht hat den Cash das noch nicht akzeptiert. Das war der Abbruch, den wir gestern Nacht live miterlebt haben, als wir unsere Torchlight-Folge releasen wollten. Das war sehr nervig. Wir haben plötzlich, hier kommt mein eines Plakat runter. Wir haben plötzlich vor so Error-Seiten gestanden und was hast du für eine Seite mit diesem Affen? Ja, genau, mit diesen Trained Monkeys kümmern sich darum oder so. Ich habe die immer nur auf Facebook auf diesen Bildern gesehen, aber jetzt habe ich das wirklich mal in echt gesehen. Ich wollte kurz auch noch mal ein anderes Thema anschneiden. Das hatte ich mit Stromski auch schon mal kurz besprochen. Da haben wir gedacht, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt für einen Podcast. Und zwar geht es sich um Folgendes. Es gibt ja YouTube-Kanäle. Das ist ja soweit bekannt. Nein, die ungefähr, 10 bis 20.000 Abonnenten haben. Aber wenn man sich mal ein Video letztendlich von denen anguckt, dass die wirklich unter aller Kanone sind. Das Mikro ist furchtbare Qualität, das Bild ist schlecht und vor allem die Sprecher gehen quasi gar nicht. Jetzt frage ich mich denn allerdings, wie kriegt denn ein solcher so eine horrende Anzahl an Abonnenten? Ja, wahrscheinlich wegen dem Inhalt. Nee, das ist es ja. Nee, nicht seinem Inhalt, sondern weil die Leute einfach das Spiel sehen wollen. Nein, oder man soll gucken, ey, guck mal, sonst der schlechteste YouTuber auf der ganzen Welt, den gucken wir uns jetzt an. Hey, guck mal, den da. Ja, aber das kann ich so persönlich nicht nachvollziehen. Ich meine, da ist jemand, der wirklich, der nur irgendwas wie Scheiße und LOL und WTF und was weiß ich, das ganze Video über fast durch mit so einem Kram kommt und die Bildqualität meist auch noch scheiße ist, da kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen, dass jemand, der nicht so scheiße klingt, nicht so einen Mist labert und eine gute Bildqualität hat, dass der denn meist nicht an 100 Abonnenten rankommt, wenn der zum Beispiel schon, ein Jahr oder zwei Jahre bei YouTube ist. Und so ein Schnösel mit einem Gossenkanal, nenne ich es jetzt mal, dass der denn über 1000 Abonnenten kriegt. Ich meine, Stromsky hat mir mal gezeigt, dass man Abonnenten bei eBay kaufen kann. Echt? Cool. Wusste ich vorher auch nicht, aber. Mal gucken, eBay.com. Anders könnte ich mir das so nicht erklären. Ja, nur die Frage ist dann, wie viel Feedback kriegt ihr dann von denen? YouTube-Abonnenten. Das ist eine interessante Frage, ja. Willst du auch gleich mal welche bestellen? Ich will mal gucken, was die so kosten. Also, wenn demnächst dein Kanal ein bisschen mehr kriegt. 50 Abonnenten mehr. Ja, also meinst du, dass das wirklich am Spiel liegt, dass jemand so viel Abonnenten kriegt? Weiß ich nicht. Du hast ja auch vermutet, dass es bei dir wegen dem Lucius war und
Ich glaube es ja hauptsächlich, dass bei mir wegen Gronkh gewesen ist, dass ich so viele Abonnenten gekriegt habe. Ey Leute, das ist ja richtig preiswert. 55.000 YouTube-Viewers für $32. Tja, ja, wie gesagt, also mit meinen Abonnenten habe ich halt gedacht, das habe ich wegen Gronkh gekriegt, weil der hat Lucius angefangen zu spielen. Und ich war halt etwas schneller als der Gronkh und so haben die Leute etwas bei Gronkh. Haben die Gronkh, bei Gronkh angefangen zu gucken und sind dann zu mir rüber und haben dann da quasi weitergeguckt. Das war quasi für mich ja, so ein kleiner Goldgriff. Und lieben gelernt, richtig. Ja, aber das Problem ist halt dann auch, ich meine, die Leute haben mich zwar abonniert, gucken aber wirklich zum größten Teil nur Lucius. Ich mache jetzt hier zum Beispiel das Grey Let's Play und das hat nicht mal ansatzweise so viele Klicks. Ja gut, von der Höhe darfst du auch nicht ausgehen. Guck mal, mein allererstes Let's Play, was ich überhaupt auf diesem Kanal gestellt habe, das war eben der Anfang von Herr der Ringe Online als Hobbit und da bin ich jetzt nach 4 Monaten bei fast 20.000 Aufrufen. Ja. So. Und alles, was ich jetzt neu rausgebracht habe, wie die Torchlight 2 Folge, die ist jetzt bei fast 60 Aufrufen und die Sims 3 Folge, Folge 3, die hat gerade mal 19 Aufrufe. Ja, Sims 3 ist immer so das bisschen das Problemkind, das kenne ich. Ja, aber das ist schon so ein bisschen, na, ich will nicht sagen frustrierend, aber es ist schon so ein bisschen eigenartig, dass du wirklich noch nicht mal ansatzweise nur irgendwie bei anderen Projekten nur ansatzweise so viele Views kriegst wie bei der gesamten Lucius-Reihe. Selbst mein Fazit-Video, wo noch nie mal was vom Spiel gezeigt wird, wird wie blöd angeklickt. Fazit, es ist gut. Ja. Dass es vorbei ist. Ja, aber grundsätzlich meinst du doch diesen typischen 12-jährigen Lolla, oder? Ja. Irgendwie Mr. Ich mag den gar nicht nennen, sonst klingen die nur andere Leute an. Und das kann ich nicht unterstützen. Keine Werbung machen, keine Fremdwerbung machen. Nee, aber da gibt's halt einen, der auch Lucius gespielt hat und der versaut die komplette Atmosphäre bei dem Spiel, weil der Scherze macht, die auf keine Kuhhaut gehen. Und dennoch in Zwischensequenzen. Ich meine, das macht Gronkh bei Horrorspielen auch. Er versaut grundsätzlich die Atmosphäre bei Spielen, wo es mal ernst dazugeht. Das ist, und das macht der halt noch eine Spur schlimmer und der hat trotzdem Zehntausende von Abonnenten. Da haut es mich doch meist aus den Latschen bei sowas. Aber das ist die Faszination YouTube, ne? Du kannst mit dem schlechtesten und mit dem blödesten Millionär werden und mit dem ernsthaftesten kriegst du nicht mal einen Besucher. Ja. Das ich ist mein, nun mal YouTube. Das kann ich auch so gar nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn ich in die Zwischensequenzen dazwischen quatsche und irgendeinen Stuss erzähle, dann versaue ich mir doch im Grunde auch selber das Spiel damit, wenn ich es spiele. Darum kann ich das gar nicht nachvollziehen, dass das denn die meisten, die sich das denn so angucken, das dann auch noch geil finden können. Ja, außer es jetzt, also wenn man es jetzt macht wie bei Edna bricht aus, wo der Gronkh dann zwischendurch eben, also weil er die Special Edition hatte und den Poki da zwischendurch angeklickt hat. Und wenn der dann nun mal leider im falschen Moment geklickt hat und Poki gespoilert hat, dann hat er da eben auch mal la 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 oder so dazwischen gesprochen. Na gut. Was ja dann wiederum in Ordnung ist aus meiner Sicht. Und bei Edna und bei Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Ich meine, das Spiel, das ist ein Humorspiel. Da kannst du sowas ja meinetwegen bringen. Aber bei dem Spiel wie Lucius, wo es um Atmosphäre geht, so düstere und bedrohliche Atmosphäre und du da irgendeinen Quatsch dazwischen sappelst, das versaut doch alles im Grunde. Oder auch jetzt auch bei Gronkh. Ja, wobei, da gibt es genug Leute, die dann eben sagen, genau das will ich aber irgendwie sehen. Warum auch immer, aber wie man sieht, gibt es wohl. Ja, vor Lachen und nicht vor Angst. Aber auch zum Beispiel, auch bei dem Typen, den ich da halt nicht besonders mag, der aber trotzdem eine horrende Anzahl an Abonnenten hat und auch Gronkh, zum Beispiel, dass die irgendwie so eigenartig, so psychomäßig die Stimme verstellen, was irgendwie total aufgesetzt klingt. Ich meine, klar ist das Geschmackssache, aber für mich wirkt das irgendwie unfreiwillig komisch. Ja. Na gut, was.
Aber das erklärt doch die ganze Generation RTL 2, RTL ProSieben und Richtig. sonstiges, erklärt das doch dann schon. Also Stimmt. wenn solche Formate im Fernsehen funktionieren und dich da Millionen von Leuten den Scheiß sich da angucken, ganz ehrlich, da Also, gucken die Leute auch in YouTube den allerletzten Scheiß sich an. meinst du also, wenn ich mich jetzt quasi filmen würde mit Unterhemd und Unterbüchsen, dicken Butterfleck auf dem Unterhemd und eine Dose Bier in der Hand mich vor den Fernseher setzen würde und das filmen würde, würde ich horrende Abonnentenzahlen kriegen? Nicht, wenn du so redest, dann musst du das bekommen. Ah, Ah, richtig, das stimmt. ist jetzt das Schmier. Hä? Das war aber jemand ganz anderes. Und den finde ich sogar noch gut. Oh, echt gut. Ja, Horst Schlemmer finde ich klasse. Ja, du musst dann aber so pornös, ist ja, das ist das Jugendwort des Jahrhunderts, pornös rüberkommen. Aber Hallo, wir Schätzelein. hatten jetzt bei Gamers Global hatten wir ja schon mal hier in diesem, wo immer die wöchentlichen News besprochen werden, hat ja mal der Otak, ich nenne mal kurz den Otak, schöne Grüße an Otak, falls ihr das hören Ja, sollte. der kommt demnächst ja auch dazu. Ja. Der hat ja mal gesagt, es ist frustrierend, wenn man sich so viel Mühe macht und das keiner irgendwie beachtet. Das wollte ich erst so gar nicht hören, habe ich immer abgestritten, dass es ja um den Spaß geht. Aber wenn man das denn mal so in Relation denn wirklich sieht, für Leute, die sich wirklich überhaupt keine Mühe machen und denn so ewig viel Resonanz dafür kriegen und denn die Leute dagegen halten, die sich Mühe machen, aber die einen feuchten Furz dafür kriegen, ist das schon sehr frustrierend, finde ich. Da hört denn auch der Spaß für mich auf. Es kommt aus meiner Sicht darauf an, wie viel Werbung man macht. Also ich habe meine erste Folge, was weiß ich, auf wie viele Seiten publiziert und deswegen hat die auch jetzt schon fast 20.000 Aufrufe. Aber ja, ist halt immer die Frage, wie, ich weiß nicht, wie publiziert ihr euch denn? Geht ihr auf große Foren auf, was weiß ich, Let's Play Forum oder ähnliches, Nö. und schreibt das da aus oder sagt ihr, ich stelle das bei YouTube rein und warte ab? Also ich habe das damals so gemacht, als ich angefangen habe mit dem Let's Play, habe ich, glaube ich, hieß sogar das Let's Play Forum. Da habe ich Anfang mich auch mal vorgestellt, war da auch eine Zeit lang aktiv, aber wirklich die meisten sind da eigentlich nur da, um da ihre Let's Plays reinzuhauen, gucken sich die anderen aber weitgehend gar nicht erst an. Also bringt's denn, hat's mir da im Endeffekt rein gar nichts gebracht. Doch, aber sag ich gleich. Und denn natürlich jetzt bei Gamers Global durch die News, die leider auch viel zu wenig Beachtung findet, inzwischen leider. Und sonst habe ich, ja, in diversen Foren war ich so noch unterwegs und hat meine Signatur halt, meinen Let's Play-Kanal verlinkt. Aber so an sich groß Werbung habe ich nicht gemacht, weil ich auch nicht wusste, wo ich jetzt großartig Werbung machen kann, dass es auch gut gesehen wird. Ja, der Trick ist nämlich, deswegen sagte ich, es hat dich schon was gebracht, weil wie suchen die Leute nach einem Let's Play? Entweder direkt über YouTube Ja. oder über Google. So, und Google spuckt dir dann diese ganzen Foren-Links aus, aber nicht direkt auf das Forum, sondern weil Google merkt, hier das Video X wurde jetzt schon in 800 Foren geschrieben, das setzen wir mal ganz oben hin. So, das Video Y steht in gar keinem Video, das kommt auf die letzte Seite. So funktioniert Google. Und dementsprechend bringt es halt dann doch schon was und wahrscheinlich bringt das denen dann auch den einen oder anderen Abonnenten und ja. Also deswegen ist halt die Frage, wie viel publiziert ihr und wie viel sagt ihr einfach nur, ich stelle auf YouTube. Ja, also wie gesagt, ich habe ja jetzt bei dem Let's Play Forum und den habe ich auch noch, hast du mir glaube ich auch mal den Tipp gegeben, bei sowie.de habe ich mich auch mal eingetragen. Ja, die haben ja jetzt erst angefangen mit ihrem Ja, Netzwerk oder aber Portal. ist ja schon recht gewachsen, das Ganze, Ja, so auch an ja. Let's Playern. Tja, und da habe ich mich jetzt halt noch eingetragen. Jetzt wüsste ich allerdings auch nicht mehr, wo ich mich sonst noch großartig eintragen könnte. Ja, in diversen Zeitschriften, Spiele, Foren, wo es im Notfall oder im besten Fall sogar einen Let's Play Untergruppe gibt, Unterthema.
Das ist ja immer noch so das Problem, dass Let's Plays auch in anderen Foren ja meist noch eher verpönt sind als beliebt. Also da fühle ich mich immer so ein bisschen komisch, schreibe ich da mein Let's Play rein, kriegst du gleich wieder voll auf die Fresse, wenn du da was von deinem Let's Play reinschreibst. Das ist immer so ein schmaler Grat bei mir. Also zum Beispiel hier der Loco von Gamers Global, schöne Grüße an ihn. Oh nee, nicht von mir. Da bin ich eisern. Der hat mir mal sowas versaut. Keine Grüße mal. Von mir. Also mich hat er gefördert, weil er hat größtenteils alle meine News und Videos freigestellt. Da habe ich eine Geschichte, aber erzähl du erstmal. Er hat jetzt auf das Torchlight 2 Video kommentiert, du weißt, ich hasse Let's Plays, aber angenehm gemacht, weiter so. Von daher, wenn wir es schaffen mit unseren Let's Plays, die eigentlichen Hater der Let's Plays trotzdem irgendwie zum Gucken zu bewegen, ist das doch auch schon mal was, oder? Ja, da habe ich auch noch eine Geschichte. Da habe ich gleich zwei Geschichten. Ja, von wegen Loco und Gamers Global. Ich hatte einmal ein Video bei Gamers Global hochgeladen mit News. So, und die News hat denn der liebe Loco unter seine Fittiche genommen, hat denn quasi meinen kompletten Text geändert in der News und anstatt meine Links quasi zu meinem YouTube-Kanal und so, hat er denn die Seite von seiner Homepage genommen und zu seinen Videos hat er denn alles geändert, sodass quasi nichts mehr zu meinem Video geführt hat. Und er hat mir dann, habe ich geschrieben, was soll das? Das kann ja wohl nicht angehen. Hat er geschrieben, Entschuldigung, das war ein Versehen. Wie kann man aus Versehen meinen Text ändern, frage ich mich da. Das fand ich unfassbar dreist und der bestreitet das bis heute, dass das mit Absicht gewesen ist. Aber das glaube ich ihm einfach nicht. Es tut mir leid, aber das kann ich so nicht hinnehmen. Auch wenn er jetzt einen Kommentar wahrscheinlich unter diese News schreiben wird, ich kann das so nicht hinnehmen und ich bin dir heute noch böse. Menno! So, ja, Loco, dann bring ihm mal ein paar Blumen und Schokolade vorbei. Ja, und gib ihm die Schüppchen und Förmchen zurück. Ja, das war erstmal die eine Geschichte. Und dann hier von wegen, wenn man nicht Let's Play-Guckern zum Let's Play verhelfen kann, hatte ich neulich auch von mir jemanden, der meine Lucius und jetzt meine Grey Sachen angeguckt hat, hat mir über YouTube eine Mail geschrieben, hat mir geschrieben, also ich finde das ja total toll, was du machst. Ich gucke ja sonst eigentlich keine Let's Plays, sondern nur Beauty-Videos. Bitte was? Was für Videos? Beauty-Videos, so Schminktipps und so ein Kram, weißt du? Ja, das was, das, das wird ja im Fernsehen bei allem Möglichen noch verarscht. Das finde ich ja noch ganz lustig dann. Gott, okay. Ja, aber weißt du, genau so eine Mails finde ich dann schon wieder klasse. Weißt du, das gibt einem noch so ein bisschen mehr Motivation da, mit dem Ganzen Juhu, weiterzumachen. Einen habe ich bekommen, jetzt warte ich auf die nächsten 10. Das ist, ich meine, wenn egal, ob ich nur so eine davon kriege, ich meine, ich glaube, ich habe auch nur eine gekriegt, die so geantwortet hat, ich gucke sonst nicht sowas, sondern finde deine Sachen total toll, gucke aber sonst nicht sowas. Eine Mail war sowas dabei. Aber das hat mich dann schon wieder motiviert, weißt du? Ja. Ja, eben, sowas ist ja dann auch motivierend. Ja. Also schreibt uns mehr Mails. Richtig. Aber ja, wie gesagt, das ist so eine Schwierigkeit, wo man dann natürlich dran graben muss. Und andererseits kriegt man natürlich viele Aufrufe und Abos, wenn man, wie du eben auch, mit Lucius im richtigen Moment das richtige Video online hat. Ja. Und so ging es ja Giga damals auch, als dieses RTL-Video kam von wegen Gamescom und Gamern und bla. Da waren die, ich glaube, spätestens am nächsten Tag oder so, hatten die ihre Antwort online mit wie sieht das eigentlich bei RTL aus und haben den ganzen Spieß einmal umgedreht, wo ich dann dachte, juhu, Giga ist wieder da. Leider hat sich das dann irgendwie auch wieder ein bisschen verlaufen. Aber da gibt es ja neue Hoffnung. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Giga gibt es noch? Ja, Giga gibt es ja, noch. Ja, als aber... Community Board. Ach so. Genau. Und die neue Hoffnung, die ich jetzt meinte, war aber eher hingehend zu High Five. High Five, ja. Genau. Ich bleib bei Game One und den Rocket Beans. Ja gut, da sind ja die alten Giga-Leute hin. Ja, aber die sind Teil auch. Zumindest. Ich meine, ich mag Fabian Siegesmund, mag ich ja recht gerne.
Aber ich weiß, ich bin ein großer Fan von den Giga-Leuten. Ja, gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Themen, wo wir jetzt sagen. Hatten wir noch flott, was wir alles so vorhaben, die nächsten Tage, Wochen? Hatten wir schon, oder nicht? Hatten wir Ach schon? so, ja. Ja, hatten wir schon, ja. Ach so. Okay. Hatten wir ja bei unseren Let's Play-Vorstellungen, was wir gemacht haben und was noch kommt. Ach so. Dann habe Genau. ich das wieder nur nicht mitgekriegt. Verdammt. Du hast doch selber Ja. erzählt. Ich habe erzählt, was ich gemacht habe, ja. Aber Genau. nicht, was ich machen werde. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich als nächstes mache. Ja gut, dann. Ich bin auf jeden Fall. Wir können ja kurz sagen, auf welche Spiele wir gespannt sind, die jetzt als nächstes kommen. Das ist in meinem Fall Lego Herr der Ringe. Da bin ich auch für. Und da bin ich vor allem gespannt. Ich habe irgendwie gelesen, die meisten werden sich es wahrscheinlich eher nur auf englischer oder auf Originalsprache installieren, weil wohl die deutsche Fassung nicht ganz dem entsprechen sollte. Aber das liegt, glaube ich, daran, weil ein Teil der deutschen Synchronsprecher der Filme mittlerweile verstorben Na, ist. nur der Gandalf-Schauspieler, der Gandalf-Sprecher ist verstorben. Nur der? Nee, war doch Ja, noch einer. nicht, Waren dass ich mindestens wüsste. zwei, glaube ich. Aber gut. Aber das Problem hast du ja denn auch beim Hobbit im Kino demnächst. Genau, und das, ja, na, wobei beim Hobbit hast du ja sowieso dann auch andere Figuren, von daher. Außer Nur Gandalf. Gandalf. Ja, außer Gandalf, okay. Opa Gandalf-Style, juhu. So, haben wir das auch angesprochen. Schleichwerbung hier. Und ja, bei euch so, auf welche Spiele setzt ihr eure Hoffnung oder habt ihr Erwartungen, die jetzt als nächstes kommen? Ja, Herr der Ringe natürlich. Und GTA finde ich auch sehr spannend, was das wird. Das dauert ja Und noch ein das bisschen. Ja, dauert ja das noch ein dauert. bisschen. Aber trotzdem. Ich bin ein riesiger James Bond-Fan. Und morgen kommt James Bond Legends raus. So passend zum 50. Geburtstag mit irgendwie aus 6 Filmen so Einsätze, sage ich zwar. Das soll ja ganz furchtbar sein. Ja, Echt? aber trotzdem bin ich drauf gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und Okay. Also wenn bin der Typ, gespannt. der die Hüte schmeißen kann und die Leute aus Blitz drin vorkommt, Der dicke dann, Japaner, oder? das kann sogar sein. Ich Ja, glaube, ja. damals in dem Spiel war der nicht zu erkennen, aber ich fand es immer nur lustig, dass der seinen Hut so als Fernwaffe mäßig schmeißen konnte und hinter irgendeiner Ecke lauern konnte und nur Das seinen Hut geschmissen vollkommen hat. realistisch. Aber gut, okay, bei dir, Jano. Also bei mir, ich nenne mal nur die Spiele für November. Also das wären erstmal Assassin's Creed 3, logisch. Jetzt am 22.11. Denn ein paar Tage später Far Cry 3. Bin ich auch noch sehr gespannt drauf, ob sich das gegenüber dem zweiten jetzt endlich wieder verbessert hat. Und denn last but not least war da noch was. Einen kurzen Moment, ich habe es gleich. Hitman Absolution. Sehr schön. Das, da freue ich mich noch richtig drauf. Habe ich Ja, auf das der sind, Gamescom angespielt. Sehr klasse. glaube ich, sieht auch sehr klasse aus. Ja, das sind meine Lieblings-3 für diesen Monat. Okay. Und bei mir, ich warte auf American McD. Was macht denn American der? McTea? Was ist das? American McGee ist doch der, der Alice hier gemacht hat, oder? Genau. Und was macht der jetzt? Der bringt einen neuen Teil raus. Von Alice. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich auch nicht. Ich habe das auch gerade per Zufall entdeckt. Oh, hast dich gerade dazu entschlossen, ich warte jetzt auf Ja, die dieses anderen Spiel. Teile waren lustig und schön und cool und die Alice-Geschichte ist ja generell lustig und toll und gruselig. Und der McGee hat es immer gruselig gemacht. Und ja, wir haben einen neuen Teil. Wie kommt denn das, dass ich davon noch nichts gehört habe? Weil ich das auch gerade erst entdeckt habe. Deswegen hast du es jetzt gerade durch mich gehört. Ha. So, da Aber gucke ich ihn. wo hast du es entdeckt? Bei PC Games. Achso. Da stand, dass EA Warum in den ist das nächsten noch nicht bei Teilen mehr Gamers Gewalt mit Global? Sex und Gore drin haben möchte und der American McGee hat gesagt, ist nicht, in meinem nächsten Teil gibt es das nicht.
Ja, Also. ich sehe es auch gerade. Ich gucke mal gerade bei Google und das ist ja quasi schon überschwemmt mit American McGee's LS3. Welcome to the other land. Genau. Cool, oder? Okay, das kommt aber jetzt plötzlich, muss ich sagen. Ich war auch gerade ein bisschen überrascht. Und deswegen. Hab aber auch die alten Teile nicht gespielt. Ja, aber die anderen Teile waren alle so ab 16 und der nächste Teil, so wie ich es verstanden habe, wird der erste ab 18. Ja, er will wirklich mehr Gewalt drin haben, sehe ich auch Nee, gerade. EA will mehr Gewalt drin haben. Er nicht. Ach, er nicht. Weil er hat gedroht, wenn EA das umsetzt, jetzt bitte, Achtung, Zensur, Ach so. Soda, ich möchte bitte, dass dein Piep kommt. American McGee möchte dann, wenn EA das umsetzt, eine Penisschnecke ins Spiel bringen. Oh, und was davon soll ich jetzt zensieren? Das nur den ersten Teil, ne? EA sollst du zensieren. Ich werde das Richtige zensieren. Also es Ja. soll wirklich eine so nette Schnecke. Ich habe hier sogar noch ein schönes Bild dazu, wie sie aussehen hätte können. Ich zeige euch das mal. Das kriegt ihr bitte nicht zu sehen, meine lieben Hörer. Ihr könnt selbst suchen. Da, bitte dafür alle die. Na gut, aber das kann ja denn, schätze ich mal, noch ewig dauern, bis das denn mal letztendlich Also Release-Termin steht. Also Release-Termin ist erscheint. ein Release-Termin ist nicht bekannt gegeben bis jetzt, so wie ich sehe. Aber ich bin mal gespannt. Könnte mit einem Spore-Editor erstellt worden sein. Das Ding sieht cool aus, oder? So, Stromsky, was wartest du denn? Also Herr der Ringe Lego ist natürlich klasse. Aber ansonsten, ja, hätten wir auf jeden Fall. Jetzt gerade so in Aussicht habe ich nichts. Das ist auch teuer genug. Naja, naja. Wenn man digital kauft, spart man aber Geld. Das möchte ich nun mal kurz so Und angemerkt haben. Platz. Und Richtig. Platz. Ja. Ja, wobei ich zwischendurch auch gemerkt habe, also es hat auch Vorteile, doch nochmal eine CD zu haben. Aber Die da wäre der siehe Vorteil. Sandy, siehe Sandy, was das verursacht hat. Da habe ich jetzt irgendwie den Faden nicht mitgekriegt. Ja, Was? nicht. Ihm war für 2 Stunden ohne Strom. Ja, aber Nein. wenn das Handy da hast und alles unter Wasser steht, dann hast du auch von der CD nicht mehr viel. Ja, doch, ich könnte immer noch auf mein iPad spielen, der ja Genau kein hier. CD-ROM-Laufwerk hat. Ja, okay, hab's weg. Nee, aber zum Beispiel, also sollte es irgendwann mal kommen, also dann würde ich auch zum Digitalen greifen, aber so alte Spiele wie Schlacht um Mittelerde oder sowas gibt's leider noch nicht digital. Ach so, naja gut. Aber neuere Spiele gibt es ja alle digital. Und sind halt immer bedeutend billiger als wirklich die Ladenversion. Billiger und aber es geht hier dieses Gefühl verloren. Also normalerweise bin ich auch nicht Verfechter von DVDs, außer bei irgendwie Serien oder so. Aber sonst bei Spielen bin ich da nicht der Verfechter von. Aber es geht hier dieses Gefühl verloren von neu. Bei, ob du das jetzt beim neuen Buch hast oder bei so einer DVD-Packung, wie ich das jetzt bei Torchlight 2 hatte. Man hat einfach die Packung aufgemacht. Ah, neu, Industrie. Juhu. Ja. Ja, da, also bei mir ist das so, ich kaufe wirklich denn nur noch ein Spiel im Laden, wenn es wirklich, also für PC jetzt, wenn es eine richtig dicke Spezialedition ist, wo weiß ich, eine Figur oder sowas drin ist, dann kaufe ich das gerne nochmal im Laden. Und damals waren wenigstens die Packungen auch noch hübsch. Heute hast du ja nur diese schnöde DVD-Verpackung und das war's denn. Aber früher hast du ja noch richtige Verpackungen gehabt mit Anleitungen drin. Das kennt doch die Jugend heute gar nicht mehr. Mit hübschen Mädels vorne drauf. Bitte? Mit hübschen Mädels vorne drauf. Ja, richtig. Nee, aber wie gesagt, ich kaufe noch digital, weil das meistens bis zu 40 Euro manchmal auch noch günstiger ist. Und praktischer, weil zum Beispiel, als ich ein Jahr in England wohnte, hätte ich nichts zocken können. Hätte keinen Platz gehabt für Spiele. Zum Beispiel. Der Platz spart und vor allem Geld spart. Und da verzichte ich doch dann auch mal gern auf eine Anleitung oder Packung. Ja, es bleibt halt immer noch das Restrisiko, dass es die Plattform, bei der man das Spiel gekauft hat, irgendwann nicht mehr gibt. Aber gut. Ja gut, dann geht die Aber Welt unter, wenn es Steam nicht mehr gibt. Nee, jetzt nicht nur auf Steam bezogen, das kann ja da auch GOG treffen. die meisten Spiele auch heute sowieso an irgendwelche Plattformen gebunden sind, auch wenn du sie im Laden kaufst, ist es ja völlig egal.
Wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Spiel kaufst, wozu du Origin brauchst oder Steam, dann kannst du es auch nicht spielen, wenn die Plattformen dann irgendwann nicht mehr sind. Scheißegal, ob du es im Regal hast oder nicht. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel die Frage, was mit Diablo 3 passiert. Oh nee, wir kommen vom Hundertsten ins Tausende. Ich glaube, dass wir so langsam zum Ende kommen sollten. Sind doch erst 2 Stunden. Ja, deswegen hört man bei mir auch die ganze Zeit hier das Teamspeak hin und her geklacker. Der eine weist den anderen darauf hin, ihr wird langsam mal Zeit. Und der Dritte schreibt ihm nur die Uhrzeit. Das war sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir an dieser Stelle den Podcast und talken noch fröhlich weiter bis in die Nacht hinein. Hast du gerade wirklich Talken noch fröhlich weitergesagt? Ja. Ich habe Hunger. Na Ja, gut. was halt noch so kommt. Genau, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen uns im nächsten Let's Talk Together. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.